Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, lieber Professor von Weizsäcker, lieber Herr Dr. Rosen, liebe Frau Langer, lieber Herr Dr. Kerber, lieber Ralf Füchs, ich habe die Ehre und freue mich sehr, Sie alle hier in dem Saal der Heinrich-Böll-Stiftung zur Konferenz Maschinenfrühling begrüßen zu dürfen. Ich weiß, wir wissen, dass das bei der Sonne gerade ein großes Glück ist, dass Sie trotzdem gekommen sind. Wir sind ja alle hier etwas sonnenhungrig und freuen uns, dass die Sonne da ist. Aber es gibt noch wichtigere Dinge, zum Beispiel die, denen wir uns heute und morgen auf unserer Konferenz zuwenden. Und die Sonne ist auch ein gutes Stichwort. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, es gibt von Dietmar Dart so einen kleinen Essay, Maschinenwinter. Dietmar Dart ist immer sehr kontrovers, aber meistens auch irgendwie interessant. Und in diesem Buch Maschinenwinter beklagt er, wie das eigentlich sein kann, dass wir trotz aller technologischen Möglichkeiten und größter industrieller Potenziale trotzdem vor den Problemen stehen, vor denen wir stehen, sowohl was die Klimazerstörung, Umweltzerstörung anbetrifft, als auch was Armut in der Welt und Prekarisierung anbetrifft, und fragt, wie wir eigentlich diese technologischen Innovationspotenziale nutzen können für eine bessere Gesellschaft. Das ist der Zusammenhang, den wir hier auf dieser Konferenz ganz anders aufgreifen wollen, nämlich nicht ganz so skeptisch und nicht ganz so fatalistisch, sondern eher nach vorne geblickt. Wie könnten wir eine grüne, innovative Fortschrittsgeschichte erzählen, die tatsächlich auch technologisch die Dinge zum Besseren wenden kann? Wenn man sich kurz in die globale Perspektive setzt, steht zumindest aus unserer Sicht zunächst mal völlig außer Frage, dass der globale Wachstumsdurst übrigens nicht nur faktisch, sondern auch normativ sehr begründet immens ist und dass wir schon allein deshalb technologisch und industriell nach Antworten suchen müssen, wie wir den Sprung in die, ja, wievielte industrielle Revolution nach meiner Zählung, wäre es vielleicht die vierte, wie der gelingen kann und wie wir auch einen anderen ökonomischen Pfad, vielleicht einen anderen Wachstumspfad beschreiben können, der ökologisch und sozial verträglich ist. Ich darf in dem Zusammenhang kurz darauf hinweisen, dass wir hier in der Stiftung, in unserem Haus, gerade zwei Impulse zu diesen Fragen publiziert haben. Einmal Ralf Füchs mit dem doch relativ umfangreichen und inzwischen auch weit rezipierten und kontroversen Buch Intelligent wachsen, die grüne Revolution. Ich gehe davon aus, dass Sie das kennen. Und jetzt ganz frisch erschienen Bericht aus der Zukunft von Markus Franken, in dem sozusagen Best-Practice-Beispiele zusammengetragen sind, wie eigentlich das gelingen kann, was wir ökologische industrielle Transformation nennen. Und eine letzte Anmerkung sei erlaubt. Es ist sicher auch so, dass wir all diese Fragen für Europa diskutieren müssen. In Europa, das im Moment, wie wir alle wissen, tief verunsichert ist und das in der Frage der ökologischen Transformation einer neuen Investitions- und Infrastrukturpolitik sicher neues Selbstbewusstsein schöpfen könnte, um sich, um nicht zu sagen, vielleicht sich sogar neu erfinden könnte. Ansätze dessen haben wir beschrieben im Green New Deal, aber das sind Ansätze und nicht mehr. Deswegen machen wir jetzt mit der Konferenz weiter, sprechen weiter. Wir haben uns drei Felder ausgesucht, das darf ich noch kurz sagen, nämlich Produktion, Energie und Mobilität. Die wollen wir uns nach dem Eingangspanel im Laufe der nächsten 1,5 Tage genauer anschauen. Dass wir uns diese drei Felder ausgesucht haben, jetzt als Stiftung, ist kein Zufall. Wir haben auf allen drei Feldern
gewisse Vorarbeiten gemacht. Das sind Fälle, die wir mit unseren Mitteln und unseren Möglichkeiten versuchen zu bearbeiten, sei es über Fachgespräche im Chemiebereich, sei es über Überlegungen zu einer grünen Finanzpolitik, sei es zu der natürlich ungeheuer wichtigen Frage, nicht nur im Wahljahr der Energiewende, wo wir uns sehr darauf konzentrieren, wie wir eigentlich die Erfahrungen der deutschen Energiewende nach Europa, aber auch über Europa hinaus transportieren können. Und schlussendlich die Frage der Ökologisierung der Automobilität, wo Sie auch draußen am Tisch erste Arbeitsergebnisse vorfinden, die auf einer Reihe von Fachgesprächen beruht. Wir wollen den Kongress nicht nur als Trockenschwimmübung gestalten, sondern haben, wie Sie im Programm gesehen haben, immer wieder sogenannte Laboratorien eingebaut. Also Praxisbeispiele, in denen mal ganz anschaulich gezeigt wird, wo technologische Innovationen, wo Wachsen mit der Natur sich ereignen kann, zum Urban Farming, zur Energiegewinnung aus Höhenwind und zu smarten Formen der Fortbewegung. Da freue ich mich sehr drauf, weil das ein bisschen anderes Format ist als immer nur diese doch eher vielleicht etwas allgemeinen Überlegungen, die wir in den Diskussionen kennen. Schlussendlich möchte ich einen herzlichen Dank aussprechen an all diejenigen, die den Kongress organisiert haben und möglich gemacht haben. Vorneweg unser Referent für Wirtschaft und Finanzen, Simon Wolf. Aber natürlich auch bei Eike Botter, Silke Berlin und Michael Walter, ohne die all das nicht möglich gewesen wäre. Dafür schon mal vorneweg herzlichen Dank. Und bevor ich an Frau Borchert übergebe, die die erste Runde freundlicherweise, dankenswerterweise sehr kompetent moderieren wird, möchte ich gerne noch Sabine Porn danken. Sitzt ebenfalls in der ersten Reihe, jetzt steht sie und schon sitzt sie wieder, die vom Inforadio, die dankenswerterweise die Tagesmoderation machen wird, also durch den ganzen Kongress führen und auch die Innovationslaboratorien moderieren wird. Nochmal herzlichen Dank, dass Sie da sind. Ich wünsche gute Erkenntnisse und viel Spaß. Danke. Ja, schönen guten Tag, meine Damen, meine Herren. Auch nochmal von mir herzlich willkommen. Auch ich muss das mit dem Frühling natürlich jetzt nochmal strapazieren, weil eigentlich das Wetter passt fantastisch natürlich zu dem Thema, was wir haben, weil Frühling hat ja immer sowas von Hoffnung, von Überfluss, von Ideen, die sprießen und Wachstum, und man freut sich auf das, was da kommt. Und das möchte ich jetzt, dass wir das alle gemeinsam tun, und zwar in jeder Hinsicht, uns freuen auf die Tage, die anderthalb, die vor uns liegen, und die Diskussionsrunden, bei denen ich die Freude haben werde, zwei heute moderieren zu dürfen. Und aber auch gerade auf die Ideen und Konzepte, die hier zur Sprache kommen werden. Frühling, das ist eine Veranstaltung für Optimisten, und hoffentlich sind Sie alles Optimisten, sonst wären Sie wahrscheinlich gar nicht hergekommen. Wobei ich bei den Vorgesprächen gemerkt habe, dass es auch den einen oder anderen Pessimisten gibt unter den Diskussionsteilnehmern. Wer das ist, das können Sie dann gerne nachher selber rausfinden und zum Schluss vielleicht auch den einen oder anderen noch befragen, weil Sie vielleicht ganz andere Ideen haben. Also es geht um Ideen, es geht um große Gedanken, es geht aber auch um kleine Fortschritte heute. Ich sage jetzt einfach noch mal was zum Ablauf. Der Auftakt wird sein, eine Runde mit dem schönen Titel "Wohin gehen wir? Innovationen für ein besseres Morgen". Da geht es vor allen Dingen um die großen Konzepte, Strategien und Ideen. Wir haben fünf namhafte Redner, Gäste, die hier Impulsbeiträge
einfach halten werden, ihre Ideen in kürzeren Vorträgen zum Besten geben, wo ich sie einfach bitten würde, das dann so ein bisschen auf sich wirken zu lassen und sich ihre eigenen Gedanken zu machen. Also da wird die Diskussion noch nicht im Vordergrund stehen. Eine kleine Anmerkung noch, Professor Rosen ist da und wird seinen Vortrag auf Englisch halten. Wer des Englischen nicht so mächtig ist, möge sich doch ganz bitte trauen, sich ein Headset zu organisieren. Ist überhaupt nicht peinlich und man kann damit wunderbar zuhören. Es wird nämlich simultan übersetzt. Wenn ich schon gleich noch was zur Technik sagen darf, es wird auch wie immer bei den Veranstaltungen hier in der Böll-Stiftung einen Livestream geben. Also überlegen Sie sich gut, was Sie sagen. Es wird alles für die Nachwelt festgehalten. Oder vergessen Sie es am besten gleich wieder, weil dann ist man viel entspannter und kann vielleicht auch nachher viel besser diskutieren. Ja, nach dieser Runde wird es dann eine Kaffeepause geben, wo Sie sich auch austauschen können, vielleicht auch mit den Referenten kurz reden. Dann wird es draußen so ein Innovation Lab, heißt das, werden da vorgestellt, wenn Sie die Treppen runtergehen, wo einfach so ein paar Projekte vorgestellt werden und Ideen. Da wird die Frau Porn dann für Sie zuständig sein und Ihnen da durch die Runde helfen. Und danach gibt's dann diesen ersten Block, von denen, die der Herr Siller gerade genannt hatte, nämlich wie werden wir produzieren, den ersten Block Industrie. Da würde ich Sie dann alle wieder in den Saal holen oder die Frau Porn schickt Sie dann zu mir. Ja. Und mein Name ist Alexandra Borchert. Ich bin Chefin vom Dienst bei der Süddeutschen Zeitung. Und wenn Sie es mit mir aushalten können, sollten Sie es tun, die nächsten paar Stunden. Gut. Jetzt darf ich unseren ersten Gast vorstellen, den eigentlich praktisch hier wahrscheinlich jeder kennt, den muss ich gar nicht vorstellen. Oder ich mache es trotzdem einigermaßen kurz. Professor Dr. Ernst Ulrich von Weizsäcker, Umweltwissenschaftler, man kann ihn als Pionier des nachhaltigen Wirtschaftens bezeichnen. Möglicherweise haben einige von Ihnen seine Bücher gelesen, die er mit anderen auch zusammengeschrieben hat, Faktor 4 und jetzt dann das neueste Faktor 5, wo es wirklich um die großen Konzepte geht, die Gedanken, wie man sich bewegen kann in Richtung nachhaltiges Wirtschaften, wie man auch die politischen Anstöße geben kann, mit welchen Instrumenten man das unterfüttern muss. Letztlich ist alles auch so ein bisschen Handwerk und man kann an allem so ein bisschen schrauben, um ja, das Gute aus den Menschen rauszuholen und uns immer noch alles ein bisschen besser werden zu lassen. Er war Direktor, Präsident in verschiedenen Organisationen, beim UNO-Zentrum für Wissenschaft und Technologie in New York, beim Institut für europäische Umweltpolitik. Viele kennen ihn noch als Präsidenten des Wuppertal-Instituts. Er hat an der University of California in Santa Barbara gelehrt. Und jetzt ist er, ja, Freiberufler und außerdem auch noch Biologe und wird Ihnen jetzt sagen, was er von der Welt hält. Ja, vielen Dank. Und im politischen Berlin erlaube ich mir zu sagen, ich war Mitglied des Bundestages und Vorsitzender des Umweltausschusses. Und wir haben damals die erneuerbaren Energien beschlossen gegen massive Einwände der gesamten Wirtschaft. Die sagten, ihr seid vollkommen verrückt, wenn ihr Solarenergie und so weiter so fordert. Und sogar unser eigener Kanzler Schröder wollte das am Anfang gar nicht. Nachher haben wir dann durch eine Fraktionsabstimmung bei Grünen und Roten das doch hingekriegt und ich glaube, es ist eine Erfolgsgeschichte. Naja, aber das ist eine andere Geschichte. Ich wollte jetzt ein bisschen über die Frage des Maschinenfrühlings reden und anfangen mit einer uralten Geschichte, ist 50 Jahre alt, dass einfach reich und schmutzig oder arm und sauber die Alternative war. Und dann kam die Umweltpolitik auf, angefangen durch Bürgerproteste, die sich den Schmutz nicht mehr gefallen lassen wollten. Und dann wurden wir reich und sauber. Das war der erste Maschinenfrühling, ökologisch. Und es sah einfach so aus, als sei jetzt die Welt wieder in Ordnung. Aber jetzt merken wir langsam, stimmt nicht ganz. Denn zum Beispiel beim CO2 sind wir weit davon entfernt, eine Entkopplung zu haben. Das ist bisher immer noch so, CO2-Intensität und BIP pro Kopf ist die gleiche Linie. Und was wir dringend brauchen, ist die Vollendung dieser Entkopplung, wie wir sie bei den lokalen Schadstoffen erreicht haben, weitgehend. Also die Kuznets-Kurve. Und das ist noch nicht gut genug, wir müssen dann den Entwicklungsländern helfen, da durchzutunneln und gar nicht erst oben auf den schmutzigen Gipfel zu kommen, sonst wird es zu spät fürs Klima.
Und ganz analog bei Rohstoffen, reich heißt großer Verbrauch. Auch da braucht man die Kuznetskurve und das Durchtunneln. Das sind vier riesige, voneinander zu unterscheidende Aufgaben. Also das Herstellen der Kurve und das Durchtunneln sind zwei vollkommen verschiedene Aufgaben. Das Erstere hauptsächlich für uns, das Zweite hauptsächlich für die Entwicklungsländer. Aber beides muss gemacht werden. Und eben einmal für CO2 und einmal für materielle Ressourcen. Und das nennt man also insgesamt Entkopplung. Und das ist das zentrale Stichwort für den zweiten ökologischen Maschinenfrühling. Jetzt müssen wir ein bisschen eine quantitative Überlegung machen. Das mache ich immer am liebsten mit dem sogenannten ökologischen Fußabdruck. Der darf eben nicht größer sein als 2 Hektar pro Person. Und im Übrigen braucht man einen gewissen Wohlstand, durch den Human Development Index messbar. Und dann kriegen wir das Viereck der nachhaltigen Entwicklung rechts unten. Und die traurige Tatsache, dass das Bild ist 3 Jahre alt oder so, nur noch ein Land da drin ist, inzwischen ist Kuba auch rausgefallen. Die sind auch nicht mehr nachhaltig in dem Sinne. Das heißt, die Welt ist nicht nachhaltig. Überhaupt nicht. Kein einziges Land ist nachhaltig. Ja? Und alle streben danach, so zu werden wie die reichen Amerikaner. Aber wenn sie das schaffen, alle 7 Milliarden, da brauchen wir 5 Erdbälle. Und diese rasende Zunahme der Fußabdrücke und des Energieverbrauchs, das ist ein ganz neues Phänomen. Da gibt es einen richtigen Knick in dieser Kurve vor 60 Jahren. Aber das ist nicht nur Energieverbrauch, generell Zerstörung der Umwelt, geht alles da nach oben. Und jetzt ist die spannende Frage, was zum Teufel können wir machen, um diese Dynamik endlich zu brechen? Ist verdammt ernst. Ein paar Angebote, Biomarkt einkaufen, mit dem Fahrrad zum Job und nur alle 4 Jahre ein neues Handy kaufen und so. Das können wir machen. Aber, sorry, das bringt uns nicht viel weiter. Da brauchen wir vielleicht nur noch 4,5. Das ist immerhin besser, aber längst nicht gut genug. Ein viel größeres Kaliber wäre eben ein echter Maschinenfrühling. Richtig neu das Ganze konzipieren mit einer neuen industriellen Revolution, hat Siller gesagt, mit Recht. Dann wird das Bild ungefähr so und dann genügt der eine Erdball wieder. Aber gegenwärtig stagniert insbesondere die internationale Umwelt- und Klimapolitik. Also diese Serie von Klimakonferenzen, das war ja eine reine Tragödie. Aber Rio plus 20, wo dann auch Biodiversität und anderes dabei waren, das war total beschämend. Es ist alles blockiert worden. Es war ein einziges Europe-Bashing, weil die Europäer immer noch die Frechheit hatten, echt über Umwelt zu reden. Und das darf man nicht, denn die BRICS-Länder regieren jetzt die Welt und sagen, wir wollen Wachstum, Wachstum, Wachstum. Und die anderen Entwicklungsländer applaudieren. Und unsere Politiker sagen auch, wir brauchen Wachstum. Hören Sie der FDP doch mal zu. Ja? Das Thema Umwelt kommt nicht mehr vor. Das war ein Umwelt-UNO-Gipfel. Aber es war ein Anti-Umwelt-Gipfel. Ich meine, da hat man was Komisches gemacht. Da hat man gesagt, jetzt machen wir eine Stärkung von UNEP. Das UNO-Umweltprogramm. Und wie hat man das gemacht? Durch Universal Membership. Und was heißt das? Vorher waren bei UNEP im Governing Council die Länder, die sich für Umwelt interessieren. Und jetzt sind sie alle dabei, auch diejenigen, die sich überhaupt nicht dafür interessieren, sondern die das Ganze bekämpfen. Und das nennt man Stärkung. Ja? So ungefähr war der ganze Gipfel. Na, und warum ist diese Stagnation? Es ist ganz einfach. Wegen der anfangs gezeigten Kurven bei Materialien und bei CO2 haben wir jetzt eine Mikado-Situation. Wer sich zuerst bewegt, hat verloren. Und deswegen bewegt sich keiner. Aber jetzt nochmal die Verbesserung der Ressourcenproduktivität. Um einen Faktor 5 zum Beispiel, damit wir statt 5 Erdbälle nur noch einen brauchen. Das ist nichts weniger als ein großer Technologiezyklus.
Und meine Erwartung ist, das führt uns aus der Mikado-Situation zu First-Mover-Advantages, was jeder in der Wirtschaft selbstverständlich kennt. Dann bewegen sich nämlich alle. Wenn der, der sich zuerst bewegt, gewinnt und nicht etwa verliert. Ralf Füchs, der sagt ja genau das Gleiche in Intelligent Wachsen. Nur Ralf, ich sage, du malst dann das Männchen grün an. Ich meine, bei mir ist ein rotes, das müsst ihr verstehen. Aber eine Verfünffachung der Ressourcenproduktivität, ist das nicht eine blanke Illusion? Jetzt kommt das von mir immer wieder gebrachte schöne Beispiel, Rechenbeispiel aus der Physik. Wie viele Kilowattstunden würdet ihr benötigen, um ein 10 Kilo Gewicht von Höhe des Meeresspiegels auf den Gipfel des Mount Everest hochzuheben? Und bitte kommen Sie. Und die Antwort, wer weiß sie? Ralf, kennt sie schon? Genau. Das ist eine fantastische Geschichte. Da brauchen wir nur eine Viertel-Kilowattstunde. Und wenn Sie so normales Volk fragen, da kriegen Sie Antworten in der Gegend von 100 Kilowattstunden. Das ist nämlich unsere angelernte Vorstellung davon, was eine Kilowattstunde leisten kann. Ja? Und es bedeutet in anderen Worten, all das, was ständig erzählt wird über Energiebedarf, basiert auf einer physikalisch um einen Faktor 400 falschen instinktiven Wahrnehmung davon, was eine Kilowattstunde kann. Ja? Nun verlange ich ja gar keine Vervierhundertfachung der Energieeffizienz. Ich verlange ja bloß eine Verfünffachung. Also ich sage das, um Ihnen klarzumachen, dass ich eigentlich ein ganz zahmer Mensch bin. Also es ist trotzdem immer noch ein bisschen revolutionärer Kern von dem Buch. Bevor wir da weitergehen, es gibt natürlich auch noch andere Ansätze. Morgen haben Sie Michael Braungart da mit Cradle to Cradle. Das ist auch ein wunderbarer Ansatz. Oder wenn Sie lesen, Gunther Paulis The Blue Economy mit ungefähr 100 Beispielen davon, wie man durch Kaskadennutzung von Rohstoffen und Energie sehr viel umweltschonender furchtbar viele Arbeitsplätze schaffen kann. Oder Walter Stahel, The Performance Economy, der sagt, wir müssen doch nicht alles verkaufen oder andere kaufen und dann nachher wegwerfen, sondern am besten ist Leasing. Dann hat der Produzent ein Interesse daran, dass das Zeug nicht kaputt geht. Das ist ein anderes Geschäftsmodell. Also das lohnt sich auf jeden Fall, die Performance Economy zu lesen. Naja, und unser Faktor 5 geht also durch die vier großen Sektoren, Gebäude, Industrie, Verkehr und Landwirtschaft, überall werden wir fündig und sagen, eine Verfünffachung ist machbar, aber in den allermeisten Fällen nicht rentabel. Also nehmen wir ein Beispiel, ein Passivhaus, ein Umbau eines Altbaus in ein Passivhaus. Dann gehen Sie zur Sparkasse und wollen einen Kredit kriegen, dann sagen die, naja, also bei einer Amortisationszeit von 30 Jahren kriegen Sie keinen Kredit, dafür sind Sie zu alt. Das heißt also, die Dinge sind technisch ohne weiteres machbar, aber nicht rentabel genug in der Konkurrenzwelt, wo es immer nur um die Returns on Investment geht. Also es geht auch um Stadt- und Verkehrsstruktur. Also es sind nicht Sachen, die man auf dem Markt kaufen kann. Also links ist hauptsächlich amerikanische Städte und rechts oben ist Kopenhagen. Die haben sich verpflichtet, bis im Jahr 2025 klimaneutral zu sein. Eine tolle Geschichte, aber es ist natürlich völlig andere Stadtstruktur. Oder ich lebe jetzt in der Nähe von Freiburg, da gibt es das Vauban-Viertel, wo 4 von 5 Familien gar kein Auto haben. Brauchen sie auch nicht. Sie haben volle Mobilität. Und das ist ein schöner Vergleich. Atlanta und Barcelona sind 2 verschiedene Welten, haben gleich viele Einwohner, aber Atlanta ist 25 Mal so groß. Jetzt stellen Sie sich mal vor, Sie sind Verkehrsdezernent in Atlanta und sollen ein profitables ÖPNV-System aufbauen. Da sagen die Amerikaner, dead on arrival. Das kann gar nicht funktionieren. Und dann die Logistik. Ich meine, das ist vom Wuppertal-Institut die fabelhafte Stefanie Böge, die hat das gemacht. Also die einfach berechnen, wie viele Kilometer fahren diese Lastwagen kreuz und quer durch Europa, bis der Erdbeerjoghurt auf dem Tisch steht. 8000 war die Antwort.
Oder Mineralien. Heute früh haben wir mit WWF zusammen vom Club of Rome einen neuen Bericht an den Club of Rome vorgestellt von Ugo Bardi, einem italienischen Chemiker und Geologen, über den geplünderten Planeten. Und das ist schon einigermaßen beängstigend, was der alles so aufgezählt hat. Und stattdessen eben besser eine Cyclical Economy. Heute Mittag habe ich mit einem Chinesen geredet, der also ganz nah an Li Keqiang, dem neuen Ministerpräsidenten, ist. Und der sagte, ja, also wir brauchen natürlich eine zyklische Materialwirtschaft. Das haben sie übrigens von den Japanern abgeguckt. Also sie haben im Jahr 2009 praktisch das japanische Recycling-Gesetzespaket ins Chinesische übersetzt. Und das ist jetzt Gesetz dort. Und sie arbeiten auch daran, dass es Wirklichkeit wird. Naja, Effizienz ist wunderbar, aber in der Vergangenheit sind die Effizienzgewinne immer wieder aufgefressen worden durch zusätzlichen Konsum. Das ist der Rebound-Effekt oder Boomerang-Effekt. Also die Energieintensität nimmt ab und der Energieverbrauch nimmt zu. Aber aufgepasst, die Empirie zum Rebound-Effekt ist praktisch immer aus historischen Phasen, wo Energie und Rohstoffe billig waren oder noch billiger wurden. Das kann sich keiner vorstellen. An den deutschen Stammtischen wird ja immer nur gejammert, dass ja alles viel zu teuer geworden. Es ist 200 Jahre lang billiger geworden. Und zwar dramatisch. Das ist nicht in den Köpfen drin, in den Seelen erst recht nicht. Und vorhin habe ich von dieser Explosion des Konsums geredet. Das ist das gleiche Phänomen. Ein Absturz der Preise. Es ist doch kein Wunder, dass man das alles vergeudet. American Way of Life ist auf Billigöl gebaut. Und jetzt träumen sie natürlich schon wieder von billiger Energie. The truth about oil and North America, the new Middle East. You know that. Naja, also Überwindung des Rebound-Effekts heißt auch Genügsamkeit. Es geht nicht nur um Effizienz. Wir wissen, wo genug genug ist. Müssen wir ärmlich werden? Nein. Also Manfred Linz weiß das natürlich sehr genau. Du hast ja immer darüber gearbeitet, dass auch Suffizienz eine Realität in unserer Zivilisation sein muss. Völlig richtig. Also schauen Sie sich das Bild an. Genügsamkeit kann auch glücklich machen. Ich meine, wir brauchen keine Waffen, also keine funktionierenden Gewehre. Es stand ja neulich in der Zeitung, ein 5-jähriger Junge hat mit einem funktionstauglichen Gewehr ein 2-jähriges Mädchen totgeschossen. Vollkommen wahnsinnig. Das nennt man dann Spielzeug. Naja, jetzt zur Politik der Entkopplung. Wie machen wir das? Tausende Verordnungen, das ist ein Lieblingswort von mir, die Erdbeer-Joghurt-Transport-Intensitätsbegrenzungsverordnung, ich bitte um Entschuldigung bei den Übersetzern. Und die Frage ist, ist das die vernünftige Geschichte? Das ist doch eine Strangulierung der Wirtschaft, nicht wahr, Herr Kerber? Also das muss man nicht, sondern wir sollten, wenn wir schon in der Marktwirtschaft leben, die Preise sprechen lassen. Politisch dafür sorgen, dass uns die Preise nicht anschwindeln. Die Märkte schaffen das nicht. Und die gegenwärtige Preisdynamik in Deutschland ist ein bisschen eine Ausnahme gegenüber dem Welttrend. Hier luxurieren die Erzeuger von erneuerbaren Energien, während die Energieverbraucher immer stöhnen. Und im Vergleich dazu, was heute in Deutschland passiert, ein außerordentlich zahmer Vorschlag kommt von mir, den habe ich vorhin auch mit dem Chinesen besprochen. Ich habe das im China Council entwickelt. Nämlich Energie- und Rohstoffpreise jedes Jahr parallel zu den dokumentierten Effizienzgewinnen anheben. Also Sie haben es verstanden. Steigt die Spriteffizienz der deutschen Autoflotte im Jahr 2013 um, sagen wir mal, 1,6%, dann werden automatisch nach einer solchen Gesetzgebung die Benzinpreise an der Zapfsäule 1,6% plus Inflation teurer. Das heißt, der gefahrene Kilometer wird im Durchschnitt nicht teurer. Das ist die Idee dabei. Und das ist der Dynamik der industriellen Revolution abgeschaut. Die Arbeitsproduktivität ist 150 Jahre lang immer mit den Bruttolöhnen gestiegen oder umgekehrt. Das war ein Ping-Pong. Steigt das eine, steigt das andere. Und das war eine Wohlstandsmaschine, dieses Ping-Pong. Natürlich haben viele Leute gejammert. Die Landwirte haben gesagt, jetzt können wir uns keine Knechte mehr leisten. Und die bürgerlichen Familien haben gesagt, wir können uns keine Dienstmädchen mehr leisten. Das kann ja sein.
Aber dann gab es eben einen Strukturwandel, zum Beispiel zur Waschmaschine. Auch ganz gut. Und die Urenkelinnen der Dienstmädchen haben heute viel attraktivere Berufe. Ich höre auf. Wir brauchen dann noch 3 Abwärtskorrekturen. Sozialtarif ist lebensnotwendige Aufkommensneutralität für Industrie oder bestimmte Branchen, damit die nicht auswandern. Darüber müssen wir dann miteinander reden. Und dann eine Annäherung der Preisdynamik des EEG an den zahmen Korridor. Also ich bin überhaupt nicht für Verschärfung. Auch die Wirtschaft kann natürlich was tun. Ein schönes Beispiel von Unilever, der relativ neue Chef, Pullman, der hat einfach erklärt, ich mache keine Vierteljahresabschlüsse mehr. Ich will das nicht mehr. Und da waren die Aktionäre wütend, so in Wall Street und City und so, und sind ausgestiegen aus der Unilever-Aktie. Und dann sagte er, ach, die will ich ja auch gar nicht als Mitbesitzer haben. Und dann hat er sich auf eine Nachhaltigkeitsstrategie für sein Unternehmen geeinigt. Im Gefolge ist der Aktienwert etwa verdoppelt worden. Und im Übrigen will er 500.000 Jobs für Kleinbauern machen. Und nun behaupte ich, wenn Europa die neue Fortschrittsrichtung entschlossen vertritt, dann sind wir zusammen mit Ostasien die Pioniere mit den entsprechenden Gewinnen. Und dann kommen auch die Amerikaner noch mit. Vielen Dank. Mögen Sie sich bitte hier aufs Podium setzen, auf eine Plätze. Ja, ich wollte ihn eigentlich gar nicht zum Aufhören bringen, weil ich weiß nicht, ob es Ihnen auch so gegangen ist. Man hätte ihm eigentlich noch stundenlang zuhören können, aber dann kommen wir überhaupt nicht mehr durch mit der Zeit. Ich würde einfach nur noch ein oder zwei kleine Nachfragen stellen, weil es jetzt gerade so passt und interessant ist. Und genau, vielleicht nehmen Sie dann einfach mal noch das Mikrofon. Und zwar, ich finde diese Theorie ganz spannend, die Effizienzgewinne direkt auf die Preise aufzuschlagen. Aber das ist natürlich ein Modell, ein theoretisches, und das ist ein Durchschnittswert. Ist es dann nicht so, dass die Leute, die weniger Geld haben und sich vielleicht nur alle 10, 15 Jahre ein neues Auto kaufen können, darunter dann am meisten leiden, während eben die anderen, die dann jeden neuen Trend mitmachen können? Völlig richtig, deswegen sage ich Sozialtarif. Okay, Sozialtarif, würden Sie sagen? Was würden Sie damit wollen? Ich meine jetzt konkret an der Zapfsäule zum Beispiel. In Südafrika hat man nach dem Ende der Apartheid Energie- und Wasserpreise dramatisch steigen lassen, hat aber für das normale Volk dann einen sogenannten Lifeline-Tarif gemacht. Okay. Und noch eine zweite ganz kleine Frage. Sie sagten irgendwie, Kuba war mal nachhaltig und jetzt nicht mal mehr Kuba. Und es erschreckt einen natürlich, weil man irgendwie denkt, Kuba, also muss man arm sein, um nachhaltig zu sein? Und außerdem macht denn Politik so gar keinen Unterschied? Das habe ich mich jetzt einfach spontan gefragt. Ja, also die Entwicklungsländer sind zu arm und die Reichen haben zu große Fußabdrücke. Okay, also there's no hope, keine Hoffnung, oder? Naja, es sei denn, die Entkopplung findet statt. Um sowas wie einen Faktor 5, dann kommen sie alle wieder in das Nachhaltigkeitsprojekt. Okay. Vielleicht können wir das nachher in der Runde dann nochmal bereden. There is no hope, Stichwort Professor. Oh, there is a lot of hope. Stichwort zu unserem nächsten Gast, Professor Richard Rosen. Schon sehr, sehr lange im Geschäft, hat 1976 mit anderen Wissenschaftlern zusammen das TELUS Institute für Umwelt und soziale Fragen, übersetze ich mal einfach gleich, gegründet in Boston, ist da immer aktiv gewesen. Kollegen haben 3.500 Nachhaltigkeitsprojekte weltweit betreut in diesen vielen Jahrzehnten. Er ist ein Pendler zwischen Boston im Winter und Sommer. Im Sommer ist er in Berlin und ich habe ihn gefragt, wie er das erklären kann, aber ihm ist Boston zu heiß, Klimawandel. Genau. Und er ist sehr versiert darin, Szenarios für globale Entwicklung darzustellen, wovon ich jetzt erstmal nur eins erwähne. Sie können die anderen erwähnen, und zwar das Great Transition Szenario. Und er erzählt Ihnen jetzt, wie man da hinkommt zum Great Transition Szenario. Richard Rosen ist Physiker. Und wenn ich das kurz zusammenfassen darf und Ihnen die Pointe vorwegnehmen, er sagt, Leute, macht euch auf was gefasst, es wird alles sehr teuer. Thank you very much. I apologize for speaking English 50 years ago when I stopped learning German in high school. I should have just continued, clearly. But I didn't predict what would happen 50 years later. I will try
to speak fairly slowly, but that's impossible given the time limits. So I thought I would start with my conclusions. That way I would clearly get to them and try to defend them as we go. So my basic point is, and I think I will agree with Professor Weizsäcker on a lot of points, but it would take a while to explain how his talk really is consistent with mine, I think, in many ways. So my point is, first of all, we have enough good technologies for most of the world to start trying to achieve sustainable development for decades. New technologies is not our problem in the short to medium term. Clearly, they have to improve in the long run. But on the other hand, many technologies relating to sustainable development, particularly energy technologies, can only improve very, very slowly. And you have to realize that many of these technologies, particularly energy technologies, have been under development for, 100 to 150 years. I mean, physicists, chemists have studied these for a very long time. So we can't expect miracles. It's very different from your cell phone. Storage on your cell phone can perform miraculous new things every few years. So my view is that actually the real issue that we should be discussing here is not so much development of new technology, but getting existing technology to be financed and implemented and put in place as quickly as we need it. And the problem is, with certainly the climate problem, as well as other problems, is we need technology in place very quickly in very large amounts. And not only do we need enough money to put technology in place quickly, but the rate of return, ROR in the slide, is the problem. We have to have low enough rates of return on these investments that the world can afford it. Okay. Now, of course, new technologies are needed. I thought I would just quickly list a few that are needed, as I'm sure you all know these things. So I'll go very quickly. We obviously need efficiently produced biomass liquids for certain kinds of technologies, particularly transportation. We need more efficient photovoltaic cells and solar collectors. We need more efficient industrial processes, which, of course, is a very complex subject since there are thousands of industrial processes. We need more complete recycling of minerals and metals. We need much lighter electric storage batteries and devices, as you've heard endlessly in the press these days. We need, hopefully some form of carbon sequestration that's safe and can help eliminate carbon dioxide from the atmosphere in the long run. And, of course, one thing that is very simple in a way that people just don't think about at all is that when we talk about making buildings sustainable, they will still need some input of heat and energy, perhaps from, solar collectors on the roofs, but perhaps from other sources of electricity through electric cooling and heating systems. Okay, now, the first point, and soon I'll get to my scenario and try to justify some of these points. Most of the world, of course, has barely begun to implement renewable energy technologies, right? Germany has reached about 25% of its electricity sector, but not much in terms of the vehicle sector and the building sector. But the first 25%, frankly, are easy in a sense. So Colorado and the United States, there's a couple of states that are almost at 25% also. That's, as I say, particularly for electricity, relatively easy depending on location. Enhanced energy efficiency, of course, is in many ways the key for dealing with climate mitigation, and I think Professor Weizsäcker certainly has talked about that eloquently and has written a lot about that in the long run. And you won't see, because I don't show you the data, but the scenario I'm going to present to you, in fact, has roughly a factor of 4 or 5 improvement over the next 100 years in energy efficiency. But now even the International Energy Agency, IEA, in their recent 450 scenario, supports the kind of increase you need, around 2.5% per year, which if you compound that for 100 years does come out to be roughly a factor 4 or 5. So, it doesn't have to look like such a big number, only 2.5%
percent a year, but that's of course averaged over all energy consuming technologies. So to do that, that means the new ones have to be much more efficient than the old ones, given any realistic rate of implementation. Okay, historically, the rate of increased efficiency is about 1.2% per dollar of GDP. But as Professor Weissach has said, GDP has been going up, so energy use has also been going up because GDP has been rising faster than 1.2% per year. Sustainable agriculture, say organic farming, of course, is fairly well understood. All agriculture was organic 200 years ago, right? I mean, you know, you remember 200 years ago. Of course, it's much more labor-intensive, and if you pay farm workers decently, food is going to be much more expensive in sustainable agriculture than it is now. Okay, now, implementing all of these things, of course, any realistic sustainable development scenario is going to cost a lot of money, in my opinion, far more than most studies suggest. And because it's going to cost so much, that affects it's very strongly the political will on the part of citizens and governments to try to do it. In my opinion, in fact, as you'll see, this might cost several trillion dollars, the American terminology, trillion dollars, every year in gross investment. So maybe 5-6% of the world's GDP per year would have to be devoted just to sustainable development, including energy and transportation. Now, we at the Telos Institute, for many years now, we've been trying to refine some simple scenarios to illustrate some of the points that we need to grapple with in the future. Okay, so the market forces case is sort of like a business as usual terminology. Policy reform is sort of just a tech fix approach, but where economic growth basically is not changed from market forces. Then we have our disaster scenario, fortress world, and great transition, which is the scenario I'll stress here, which is what we think is necessary, roughly, to lead to a sustainable future, to capture everything, basically, that this conference wants to talk about, as far as I can see, and it's all roughly contained in what we call the great transition scenario. So it includes value changes, dematerialization, as well as an approach in the long run to a more steady state economy with less economic growth, but more equity between regions of the world and within regions. Okay. So basically, what we have done using a computer model is provide a quantification in detail of, as I say, everything that's basically been laid out as the spirit of what this conference wants to discuss. Okay. It would be wonderful to have a couple of hours here that I could go over the assumptions and we can get all of your expertise to review whether we've made realistic or not assumptions, but obviously we don't have time for that. One thing that's very important, though, that I want to stress, because I'm sure many of you here are familiar with the kinds of scenarios that the IPCC produces for the climate change reports. You know, there have been four assessments already, and a fifth is underway now. Our model, as far as I know, is the only model that's physically based, not economically based, and creates much more detailed scenarios in the spirit of the IPCC scenarios, but where we can actually look at the assumptions from a technological point of view that are going into it. The IPCC models tend to all have a macroeconomic module as a basis that's extremely aggregate and has no technology detail. Okay, so we can actually look at scenarios for changes in technology mixes explicitly in transportation, industry, buildings, et cetera, for the next 50 to 100 years. So our sectors, and this sort of summarizes them, we look at income and income distribution as it affects hunger. We look at household services, many sectors of industry. Transportation alone is broken out into about 10 or 12 different modes, passenger and freight. We look at forestry, land use, energy, water, pollutants, et cetera. So there's a lot that can be done with this model, and there's a paper, if any of you are interested, that explains this in more detail. These are some of the graphs from the paper. So our
great transition scenario, which we'll call our Green New Deal or whatever, happens to be colored in green, not coincidentally. So what we have there, an input to the great transition scenario you can see is higher growth in the next 50 years to implement all the things that need to be invested in quickly. And then we have growth tapering off compared to the more usual business as usual kind of scenarios. So that you see by 2100, the GDP per capita is not much more than about 60% of what it usually is input for climate models. Okay. Now, the other thing that we have is the green, again, is the great transition. We have convergence of income around the world as opposed to continued divergence, which is in most models of future scenarios. Okay. I have to, of course, do this quickly. We also have somewhat lower population growth in the GT scenario. And all of the assumptions, and of course there are hundreds of assumptions in the model, which is why it would be nice to take hours to go over each, will lead in the long run to much lower end-use demand than we even have today in the world, and about a third of the level of the market forces kind of scenario. So everything that we fold together, you know, and again, there are hundreds if not thousands of assumptions for 11 regions separately for the world, lead to much lower end-use demand for energy than we have now. So it's clearly plausible we could do that, particularly with renewable technology. So here you see that energy efficiency gets you the sliver of reduced demand in the orange, and lifestyle and values get you the reduced demand in the green. Even renewable energy can fall. In other words, we can rely on renewable energy heavily over the next 50 years, but then based on the factor 4 or 5 efficiency improvements, even our use of renewables can fall in the long run, restoring us more to where we are today. So there are many advantages of this scenario. This shows the crude oil production and the fact that, you know, depending on your estimates of oil and gas supplies, they can last obviously a lot longer in a great transition scenario. Similarly, carbon emissions can be below that even of a policy reform scenario, but basically both are tailored to meeting a 2-degree Celsius increase in temperature by the year 2100. So we also have, you know, people can still go where they want to go. You see that passenger transport still increases rapidly and to very high levels. Freight transport, on the other, because we're dematerializing the economy and changing the mix of industry, can actually fall to levels back to where they are roughly now after some growth, et cetera. Now, the other thing that's very important in terms of lifestyles is for the great transition scenario, we reduce the work week to about 20 hours a week from where it is now, worldwide. And of course, that's necessary to reduce production and reduce the formal sector size so that less resources, including energy, are utilized. But then people... Everyone. We need many more people on the land to farm. The point being that people will have to move back out of cities. We'll see if people like that. But that's part of the lifestyle assumption in terms of change. So, as I say, I want to stress here financing the transition. Now, as far as I know, there are no really good macroeconomic models that one can run right now to show how financing would work. But that's something I know actually is this work being done here right in Berlin on this issue. So my view again is you may need $3 to $4 trillion per year in investment, $1 trillion for the U.S. and the EU each alone. But that probably can't be provided by private capital markets because their required rate of return is too high, such that even rich regions couldn't pay. So we really need real returns of less than, say, 2% a year in that ballpark, which would require a lot of public funding, public-private partnerships, large-scale loans at low interest rates to cooperatives, worker-owned businesses, et cetera, and some new publicly owned corporations.
So that's what I see to be the problem, not so much the development of technology, which will happen and should happen anyway. Thank you. Well, thank you so much, Professor Rosen. You can pick a spot where you want to sit. Just one question, and that's apparently that must be the trillion-dollar question here. Who's going to pay this? Who's going to pay for this? I mean, you said people should work much less. They should work 20-hour weeks. So who's going to finance this whole deal with trillions of dollars? Right. Well, you probably noticed, hopefully, that income per capita or GDP per capita was actually higher in 2100 for the whole world than it is today on average. So there is assumed to be, I think, but we need some good models for this, enough economic growth to finance the great transition scenario and the investment needed, okay, if you have relative equity in terms of income, because people wouldn't need all that GDP per capita, again, to live on. Some can be used to finance a sustainable future. But the other key factor is, as I said, if the end-use energy, for example, is half what it is in a policy reform case or a business-as-usual case, then you need half the investment to change the energy system from a fossil-based system to a renewable-based system. So having lower end-use for energy is extremely helpful in terms of being able to finance the future. Okay, so you say economic growth is really good. Well, as I say, we're assuming some, but then tapering off. Okay. It's the tapering off that's different from all other scenarios that I think you'll find in the literature. Okay, thank you, Professor Rosen. Gut, wieder zurück zum Deutschen. Unsere nächste Rednerin ist ganz excited, würde ich jetzt schon sagen, aber immer noch ganz aufgeladen, voller Energie, weil es ist Claudia Langer. Claudia Langer hat heute eine Aktion mitgestartet oder vorgestellt, ein Generationenmanifest unterzeichnen lassen und präsentiert und hat sehr viel positive Resonanz. Insofern kommt sie voller Freude und Ideen hierher. Lassen Sie mich kurz vorstellen. Claudia Langer beschreibt sich selbst als geborene Unternehmerin. Jetzt schon in der Schule hat sie schon angefangen, Unternehmen zu gründen. War damals im Eventmanagement. Dann hat sie eine Werbeagentur gehabt, arbeitet als Beraterin, ist Aufsichtsrätin, hat die Internetplattform utopia.de ins Leben gerufen, mit mehreren Millionen Besuchern. Viele Leute, das ist eine Community für Sustainable Development. Ich empfehle Ihnen einfach mal, oder Sustainable Konsum, einen nachhaltigen Konsum. Ich empfehle Ihnen einfach mal drauf zu gucken, wenn Sie es anschauen wollen. Und sie ist, das darf ich betonen, Mutter von drei Kindern und möchte einfach ihren drei Kindern zeigen, hey, da geht noch was. Und was sie dann mal selbstkritisch gesagt hat über ihre Generation, was irgendwie auch so ein bisschen, oder was definitiv auch meine Generation ist, wir sind eine phlegmatische Generation, die den Hintern nicht hochbekommt. Dazu wollen wir jetzt gerne mehr wissen. Frau Langer, Sie haben das Wort. Ja, guten Tag, ich verdurste, ich muss mir schnell was zu trinken holen. Ich warte schon die ganze Zeit, dass ich sprechen darf. Ganz kurz einmal trinken. Besser. Ja, guten Tag. Ich freue mich wahnsinnig, dass ich hier bin und möchte mich ganz herzlich für die Einladung bedanken. Ich bin ja immer auch ein bisschen so ein kritischer Geist und nicht mehr ganz so optimistisch, wie ich früher mal war. Also insofern, ich bin allerdings vielleicht nicht die, wer weiß, die so negativ ist. Wir werden es rausfinden. Ich bin Unternehmerin und ich bin aber auch schon, seit ich denken kann und auch als Kind und als Jugendliche Aktivistin. Und dann war ich Aktivistin, dann war ich Unternehmerin. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder auf dem Weg zur Aktivistin. Das ist dann immer ein bisschen eine brotlosere Kunst, aber macht wahnsinnig Spaß und macht auch ganz glücklich. Ich will Ihnen
Ich habe keine Charts dabei. Ich will Ihnen was aus meinem Leben erzählen und in der Hoffnung, dass es vielleicht auch was mit Ihrem Leben zu tun hat. Ich komme aus der Öko-Bewegung. Meine Eltern sind Sozialarbeiter und Pfarrer. Und das ist ein Haushalt, in dem wir wahnsinnig korrekt gelebt haben. Und zwar so nachhaltig, dass es immer zu wenig zu essen gab, weil Verschwendung war fürchterlich. Das hat dazu geführt, dass es bei uns einen fürchterlichen Schlacht, einen Kampf um den Kühlschrank gegeben hat. Und ich beschlossen habe, wenn ich mal groß bin, dann ist der Kühlschrank immer übervoll. Heimat ist ein voller Kühlschrank. Das war nicht ganz im Sinne meiner Eltern, aber das haben sie so ein bisschen irgendwie auch das haben Sie jetzt eben davon. Und das war ein langer Weg für mich, von dem vollen Kühlschrank wieder zu einem nicht ganz so vollen Kühlschrank. Man lebt ja erstmal immer in Extremen. Als ich meine Kinder bekommen habe, ich wollte sehr viel mehr als 3 Kinder haben. Es hat aber irgendwie nicht geklappt. Ich bin nicht wirklich begeisterte Mutter. Kam eine ganze Menge zusammen. Ich glaube, das war der Moment, wo ich gedacht habe, wir haben unseren Maschinenfrühling. Das war das Jahr, mein letztes Kind ist 2004 geboren. Da ist bei mir wirklich so richtig der Durchbruch gekommen und ich war wild entschlossen, alles, was ich in der Werbung gelernt habe, zu nutzen für Weltrettung, Weltveränderung, Gestaltung. Als Unternehmer ist man ja im Prinzip genauso ein Gestalter. Man hat ja immer Ideen, was man will oder was man verändern will. Und weil man irgendwie sozial schwierig ist, muss man es immer selber machen, weil man keinen Anstellungsvertrag kriegt. Und ich war dann so weit, dass ich gedacht habe, jetzt passiert was ganz Tolles. Al Gore, ein paar tolle Filme, die mich sehr bewegt haben. Unser täglich Brot, Sie kennen die Sachen alle. Und ein Gefühl, dass auch in der Wirtschaft ein Umdenken begonnen hat. Und das hat er auch begonnen. Und das hat mich extrem aufgeregt, im Positiven aufgeregt und beeindruckt, weil ich 2 Seiten sehr gut kenne. Ich kenne die Unternehmen und ich kenne den Verbraucher aus der Werbung von früher. Und ich habe gedacht, okay, super, das ist mein Weg. Und das ist auch ganz einfach. Und auf Bayerisch sagen wir, das ist Agmate Wiesen, also das ist super einfach. Wir müssen dem Verbraucher eigentlich nur sagen, und da bin ich mit Herrn Weizsäcker sehr einer Meinung, wie sexy das alles ist und wie toll das alles ist, und dann läuft die Sache wie von selbst, habe ich gedacht. Dasselbe war die Unternehmen. Die Unternehmen waren in einer wahnsinnigen Aufbruchsstimmung in dieser Zeit und haben gesagt, Mensch, toll, vielleicht ist das Geschäftsmodell und vielleicht können wir First Mover sein. Wir machen Utopia jetzt seit 6 Jahren bald, 5,5 Jahre. Wir machen das ganz ordentlich und das ist auch alles ganz prima. Ja, ich bin auch stolz und wir haben 3 Millionen Besucher im Jahr und das ist alles gut. Ja, aber eben nicht gut genug für mich, weil ich vorhin gesagt habe, ich bin wahnsinnig ungeduldig. Und das hat bei mir ein bisschen auch zu einer Enttäuschung geführt, zu einer persönlichen Enttäuschung, weil ich gemerkt habe, dass der Verbraucher ein gespaltenes Wesen ist, der nämlich in der Marktforschung das eine sagt und im Laden das andere tut, und zwar eigentlich immer. Also der hat eine, durchschreiten sozusagen dieser Türschwelle, da ist ja irgendwie diese Klimastrahlung da, diese Klimaanlage, irgendwas muss da passieren. Also er schafft es, auf 2 Metern alles zu vergessen. Und er ist auch, die Menge an nachhaltigen Verbrauchern hat nicht die kritische Masse erreicht, die wir bräuchten, um die Wirtschaft wirklich zu bewegen. Das andere ist, die Unternehmen, die sind losgegangen und einige haben wirklich viel ausprobiert und sind an diesem Verbraucher durchaus auch gescheitert. Denn wir hatten, auf Utopia machen wir Unternehmensdialog, das heißt, wir bringen Verbraucher und Unternehmen zusammen in der Hoffnung, dass der Dialog das Unternehmen oder den Verbraucher verändert, also dass dadurch was entsteht, also dadurch, dass Verbraucher sagen, was sie wollen. Da haben Verbraucher ganz viel gesagt, bei uns und auch in großen Marktforschungsstudien, und Unternehmen haben Produktionslinien umgeändert, haben Strukturen geändert und haben vielleicht T-Shirts gemacht, die verwegenerweise 10 Cent
mehr gekostet haben und sind damit total auf die Nase gefallen. Das heißt, heute ist in den Unternehmen, in sehr vielen Unternehmen oder die letzten 3 Jahre nach der Lehman-Krise war Nachhaltigkeit in Unternehmen relativ tot. Nachhaltigkeit macht immer Arbeit. Also es ist, wir müssen was Neues machen. Niemand will irgendwie, wenn der Vorstandsvorsitzende sagt, wir werden nachhaltig, rennen alle weg. Möchte keiner. Keiner möchte diese Arbeit machen. Das ist eine. Das zweite ist, man kann sich damit eigentlich nur die Finger verbrennen. Ich erinnere mich daran, dass ich in der Woche bei Tchibo war, als die den gesamten Verkauf einer Woche nur auf nachhaltige Produkte gesetzt haben. Und bei Tchibo muss jeder Katalog voll sich rentieren. Und damit man wieder eine grüne Woche machen darf, musste ein bestimmtes Mindestziel erreicht werden. Und das ganze Unternehmen war fast hysterisch, ob diese Zahlen stimmen würden und ob man das hinkriegt. Ja? Der Stern hat einen wunderschönen grünen Titel gemacht. Das ist bis heute der schlecht verkaufteste Stern aller Zeiten, also mit einem grünen Cover, mit einem grünen Thema. Also auch die Medien damals völlig erschrocken. Und das heißt, es gab einen Nachhaltigkeitsrebound oder einen eigentlichen Absturz dieses Themas. Das hat mich wahnsinnig gemacht, weil ich die Hoffnung hatte, dass man das alles positiv, konstruktiv hinbekommt. Und ich habe dann mich ein bisschen radikalisiert, weil wir einfach zu wenig sind, um eine Transformation hinzubekommen. Habe dann ein Buch geschrieben, weil ich merke, dass die Zeit uns davonläuft. Und das einzige Problem bei diesen Modellen, die bis 2100 gehen, da sind ja sogar schon meine Kinder tot. Ja, also das ist irgendwie unbefriedigend. Und wenn der Weltbankpräsident sagt, dass wir im Moment darauf zusteuern, dass wir eine Klimaerwärmung von 4 bis 6 Grad bekommen, außer wir ergreifen aggressive Gegenmaßnahmen. Und er hat das Wort aggressiv gesagt. Und das fand ich nochmal sehr, sehr, sehr stark, denn die Weltbank ist sicherlich nicht linksextrem und auch nicht eigentlich für Öko bisher wahnsinnig bekannt gewesen, dann reicht das alles nicht. Kurzum, mein Weg führt mich dazu, dass ich beginne wieder an die Politik zu glauben, obwohl ich an der Politik völlig verzweifle. Ich könnte Ihnen nicht sagen, was ich dieses Jahr wähle. Ich kann Ihnen nicht sagen, welche Partei ich attraktiv finde. Im Prinzip keine, leider auch nicht die Partei, die hier so Teilmitgastgeber ist und auf die ich lange Zeit sehr gesetzt habe und die jetzt auf einmal keine grüne Partei mehr ist, sondern eine Gerechtigkeitspartei. Also da reibe ich mich ordentlich dran. Aber in der Politik haben wir im Moment auch ein großes Dilemma. Und zwar ist das Dilemma, dass der First Mover nicht gewinnt, sondern der First Mover bisher immer durch Abwahl bestraft wurde. Und ich im Moment überhaupt keine Bereitschaft sehe, von irgendeinem Politiker sich mit einem langfristigen Thema auf die Straße zu wagen, weil das ist absolut keine Möglichkeit, um eine Wahl zu gewinnen. Stattdessen haben die Wähler die Politiker dahin entwickelt, erzogen, dass wir mit billigen, reflexhaften Wahlgeschenken, die wir gar nicht hinterfragen, die Medien ein bisschen hinterfragen, die aber auch nicht aufregen, dass Wahlgeschenke immer besser funktionieren als ehrliche Ansagen. Und da sehe ich beide in der Pflicht und ich sehe, dass Politiker und Bürger sich gerade diametral gegenüberstehen und keiner bewegt sich. Die Politiker sagen, es macht keinen Sinn, sich für etwas ins Risiko zu gehen, für das man selber keine Ernte mehr einfahren kann, wahrscheinlich sogar abgewählt wird, siehe Herr Schröder, immer wieder gehört. Und der Klimawandel ist auch nicht so, dass der ist sehr abstrakt. Damit kann man nicht so viel gewinnen wie mit der Besichtigung von Staudämmen oder jetzt Wasserschutzdämmen. Der Bürger sagt, naja, die Politiker sollen es richten oder ich spende an eine NGO und dann ist alles gut.
Und irgendwas muss jetzt passieren. In diesem Jahr wird es sogar noch schick, zu allem Überfluss. Ich vergöttere Harald Welzer, ich mag ihn sehr, ich reibe mich gerne an ihm, aber ich kann ihm nicht ganz verzeihen, dass er gerade zum Wahlboykott aufgerufen hat, weil ich mir wirklich Sorgen mache, weil ich mir ehrlich Sorgen mache, was passiert, wenn das politische System noch weiter an Legitimation verliert. Alle Themen, die mich bewegen und von denen ich glaube, dass sie wichtig sind für die Zukunft meiner Kinder, brauchen Politik und brauchen Rahmensetzung. Und ich sehe im Moment nicht, wie das zustande kommen soll, außer wenn die Bürger sich politisieren. Aus diesem Grund haben wir heute 28 ziemlich kluge Menschen, unter anderem der viel klügere Ernst-Ulrich von Weizsäcker und ich und viele andere, ein Generationenmanifest der Presse vorgestellt. Das Rot hat keine politische Indikation, sondern soll eher an das Stoppfarbenrot und an das soll es wirklich erinnern. Das ist uns sehr wichtig, da legen wir großen Wert darauf, dass es mit Stopp auch in gewisser Weise in Verbindung gebracht wird. Und unser Anliegen ist folgendes: Wir haben 10 Warnungen an die Politik geschrieben und 10 Forderungen. Und ich lese Ihnen mal ganz kurz einen Satz vor. Wir sind die Bürgerinnen und Bürger dieses Landes. Wir sind die Politik, wir sind die Wirtschaft. Wir sind jung und alt, arm und reich, mächtig und ohnmächtig. Väter, Mütter, Söhne, Töchter, Enkel und Großeltern. Wir machen uns Sorgen, große Sorgen. Und das unabhängig von der Farbe unserer politischen Überzeugungen. Wir erleben eine mutlose Politik, die sich versteckt und sich wieder und wieder von Lobbyinteressen vorführen lässt. Worte wie alternativlos haben uns erschreckt und aufgeweckt. Wir glauben und wissen, dass es Alternativen gibt und wollen uns dafür engagieren. Das ist der Prolog, aber nur ein ganz kleiner Teil des Prologs. Und dann haben wir 10 Warnungen ausgesprochen. Und die ersten 2 Warnungen lauten: Der Klimawandel, die größte Bedrohung, die wir Menschen jemals erlebt haben, wird von der Bundesregierung und allen Parteien nicht mit höchster Priorität bekämpft. Sie setzen damit das Leben und das Wohlergehen zukünftiger Generationen aufs Spiel. Und die Warnung 2 heißt: Die Energiewende, das bedeutendste Projekt unserer Generation, wird von den politischen Entscheidungsträgern halbherzig und inkonsequent umgesetzt. Wir werden sie haftbar machen, wenn sie die Chancen dieses Zukunftsprojekts aufgrund parteipolitischer Machtspiele fahrlässig gefährden. Dahinter kommen noch 8 weitere Warnungen und 10 Forderungen. Und wir haben es geschafft, und das finde ich ganz schön, sehr schnell sehr viele sehr unterschiedliche Leute zu bekommen. Zum ersten Mal nicht nur die üblichen Verdächtigen, die auch, weil die wichtig sind und weil die mehr wissen als wir alle. Aber wir haben so verrückte Leute bekommen wie Schauspieler, wahrscheinlich bald ein Fußballer. Und gestern hat Michael Käfer unterschrieben, der Feinkostkönig. Fragen Sie mich nicht. Und viel Diskussion ist um dieses Manifest im Vorfeld losgetreten worden. Wir wollen dieses Manifest von sehr, sehr vielen Leuten unterzeichnen lassen. Ich kann Sie gerne herzlich einladen, dass Sie, wenn Sie nachher mal reingeschaut haben, mit unterzeichnen. Wir wollen 100.000 Unterschriften sammeln. Wir wollen eine Diskussion führen diesen ganzen Sommer. Wir wollen Generationengipfel machen, weil Gipfel ja gerade in Mode sind. Und wir wollen den Politikern ein Generationenversprechen abringen, weil wir glauben, dass der Generationenvertrag, den es ja eigentlich nicht gegeben hat, aber den es im Volksmund gibt, tot ist und wir jetzt ganz dringend ein Generationenversprechen abgeben müssen, weil ich sonst später meinen Kindern nicht in die Augen schauen kann und das möchte ich gerne. Herzlichen Dank. Ja, vielen Dank, Frau Langer. Genau, setzen Sie sich.
Ich bin ja als Moderatorin zu strikter Neutralität verpflichtet, deswegen würde ich jetzt niemanden aufrufen, irgendwas hier zu unterzeichnen. Aber was Sie draußen machen, ist natürlich Ihre Sache. Eine Frage hätte ich noch, und weil Sie sagen, eigentlich die Verbraucher sind hoffnungslose Fälle in den Unternehmen, da ist auch nichts mehr los, die sind alle desillusioniert, Politiker vergeben nur Wahlgeschenke. Und dann sagten Sie aber irgendwie, Sie sind doch eigentlich gar nicht so pessimistisch. Wo holen Sie Ihren irgendwo vorhandenen Optimismus her? Ja, Sie sollten, genau, zum Mikrofon. Sie hören mich wahrscheinlich, aber läuft das? Ha. Ich glaube, dass es schon sehr vielen guten Willen gibt, aber im Moment niemand, der wirklich vorangeht. Ich merke jetzt, lustigerweise, ich fand es toll, dass nach 20 Jahren wieder Leute für Atomausstieg auf die Straße gegangen sind. Das hat mich damals sehr bewegt, dass es mal wieder Aktionen gab. Ich bin ja sehr aktiv in den digitalen Medien. Ja, ich glaube aber eben auch sehr stark an das wahre Leben und dieser Gemeinschaftssinn, der da gerade entsteht, der tut mir gut. Mir tut auch gut, mit Menschen wie Ernst-Ulrich von Weizsäcker zusammenzusitzen, aber auch mit ganz Jungen. Ja, also alle zusammenzukriegen und zu merken, dass wir an einem Strick ziehen. Ich glaube, die Leute brauchen Hilfestellung. Ich glaube, dass der Verbraucher schwierig ist. Ich glaube, dass es im Moment lustigerweise mehr guten Willen gäbe und mehr Interesse, etwas Gutes zu machen bei Unternehmen aus verschiedenen Gründen. Das hat auch mit Hygiene und Haftungsfragen zu tun. Aber ich spüre da eigentlich eine unheimliche Sehnsucht, bessere Dinge zu tun. Und manchmal eine große Enttäuschung, vielleicht sogar fast Zynismus, dass der Verbraucher nicht so mitzieht. Also mir ist wichtig, dass der Diskurs jetzt stattfindet. Wir müssen darüber reden, wie wir leben wollen. Das haben wir lange nicht. Also Sie haben mehr Vertrauen in den politischen Bürger als in den Verbraucher, der ja letztlich doch irgendwie ein und derselbe ist. Ich hab ein großes Vertrauen darin, dass gesellschaftliche, wie der Harald Welzer das sagt, das finde ich ganz spannend, weil das darf man ja in Deutschland nicht sagen, deswegen zitiere ich ihn, aber es ist meine Meinung, dass gesellschaftliche Eliten, und ich nenne das eine Gestaltungselite, anfangen in ihrem Bereich Diskussionen zu führen. Und eine Gestaltungselite ist für mich genauso die Grundschullehrerin oder die Kindergärtnerin wie ein Manager. Aber ich merke, dass die Zeit reif ist. Ich habe das Gefühl, dass die Zeit reif ist für eine Wiederbelebung des Politischen, weil wir keine andere Alternative haben. Und das ist jetzt aber gerade so eine Hängepartie. Ich glaube, dass wir dieses Jahr eine entsetzliche Wahlbeteiligung haben. Hoffentlich nicht. Werden wir sehen. Aber ich kenne ganz viele Leute, die das im Moment sozusagen als die Protestmöglichkeit sehen. Und okay, das fände ich sehr schade. Wir müssen gestalten. Wir können nicht einfach nicht gestalten. Okay, danke. Ja, zur Elite gehören Sie alle, denn sonst säßen Sie nicht hier, sondern draußen in der Sonne, was natürlich nett ist. Aber der Satz war jetzt natürlich die perfekte Überleitung, dass in Unternehmen die Lust viel größer ist, was zu tun, als anderswo sonst. Wie geschaffen dafür? Unser nächster Referent, Herr Dr. Markus Kerber. Er ist Hauptgeschäftsführer beim BDI seit ziemlich genau 2 Jahren. Jetzt ist aber schon viel rumgekommen beruflich. Davor war er beim Bundesministerium für Finanzen, leitete die Abteilung Finanzpolitische und Volkswirtschaftliche Grundsatzfragen. Davor beim Bundesministerium des Inneren, auch Leiter Abteilung Grundsatzfragen und internationale Analysen. Also erstmal wieder ganz anderes Thema. Er war Finanzvorstand bei der Stuttgarter GFT Technologies. Und davor war er Banker in London, so wie sich das gehört, bei der Deutschen Bank und bei SG Warburg. Er ist promovierter Sozialwissenschaftler und er hat, habe ich mir sagen lassen, keine Einwände, wenn man ihn als Rock'n'Roller bezeichnet, wie das eine Zeitung mal in einem Titel getan hat, deren Titel ich jetzt natürlich nicht nennen will, weil es unsere Konkurrenz ist. Nicht die, die Sie denken. Ja, also bitte, gerne, Sie haben das Wort. Irgendwie total heiß hier drin oder trocken. Ich dachte, früher hätte die Elite draußen gesessen und Kaffee getrunken und die anderen hätten gearbeitet, aber es hat sich vielleicht geändert.
Nein, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich bin Ralf Füchs und der Heinrich-Böll-Stiftung sehr dankbar für die Einladung zur heutigen Veranstaltung, die sich ja über zwei Tage erstreckt. Und ich bin, glaube ich, da vor ein paar Wochen, als die Anfrage kam, indirekt einem ihrer Mottos gefolgt, nämlich man müsste. Man müsste einfach auch mal zur Heinrich-Böll-Stiftung, habe ich gedacht, als Hauptgeschäftsführer des Bundesverbands der deutschen Industrie. Und ich hoffe natürlich, die Heinrich-Böll-Stiftung wusste, wen sie da einlädt mit mir. Das kann durchaus mal wieder Überraschungen geben. Ich bin gerade schon so halb vorgestellt worden. Ich bin Jahrgang 63, somit relativ später Babyboomer, aber eben noch Babyboomer. Also Produkt einer Dekade, in der die Leute anscheinend wahnsinnig viel Spaß hatten, weil sie dauernd Kinder gezeugt haben. Ich kann mich in meiner Jugend nur an Kinder erinnern. Also das Aufwachsen heute etwas weniger. Ich bin aber zu spät geboren, um noch für Woodstock bereitgestanden zu haben. Ich bin zu früh geboren, um ein Silicon Valley-Junge geworden zu sein. Also ich bin zwischen zwei Aufbruchgenerationen, wie viele des Jahrgangs 63, irgendwo eingequetscht. Und ich glaube, alle, die so in der zweiten Hälfte der 60er Jahre geboren wurden, ich kenne da natürlich viele, ist ja meine Alterskohorte, das sind so herrliche Pragmatiker geworden. Die sind sehr unbeliebt normalerweise, Pragmatiker, aber ich stehe dazu. Ich bin nämlich leidenschaftlicher und bekennender Optimist, vielleicht der Einzige in dieser Runde. Aber dann haben Sie schon mal einen eingeladen, der optimistisch nach vorne schaut. Ich bin auch leidenschaftlicher kritischer Rationalist. Ich bin der Meinung, dass Popper recht hatte, dass Hypothesen vor allen Dingen dazu da sind, dass sie im Zeitablauf durch die Realität und durch das Handeln des Menschen widerlegt werden. Und dann sind wir erst schlauer. Erst danach sind wir schlauer. Ich bin leider auch Volkswirt und Politikwissenschaftler. Im Titel heißt es dann Sozialwissenschaftler. Aber als Volkswirt bin ich extrem, extrem, extrem kritisch bei Vorhersagen, die, sagen wir mal, über die nächsten drei Monate hinausgehen. Und ich finde es toll, 2050 machen wir uns Gedanken, 2100 auch. Aber die Realität in meiner Profession ist leider so, dass keine einzige unserer Vorhersagen bislang eingetreten ist. Sie haben das vorher erwähnt, ich war in der Tat in zwei Ministerien. Ich habe davor auch schon einiges beruflich gemacht. Ich erzähle das nicht, um mich hier vorzustellen, sondern meine eigentliche Profession vorzustellen, die wichtig ist für das Thema. Ich baue nämlich für mein Leben gern Brücken, inhaltlich. Die schönste Brücke, die ich bauen durfte, war die Deutsche Islamkonferenz. Die durfte ich für Wolfgang Schäuble erst erfinden und dann leiten. Und das war ein herrliches Projekt. Weil Brücken haben etwas sehr Schönes. Man muss Leute miteinander verbinden, die eigentlich viel lieber auf ihrer Seite des Flusses stehen bleiben. Und dann immer die herrliche Ausrede haben, es gibt da keine Brücke, zu denen darüber zu gehen, die wir eigentlich nicht mögen. Wenn Sie eine Brücke bauen, müssen Sie rübergehen. Und ich sehe die deutsche Industrie als Brücke in die Zukunft, über die Sie sich hier sehr viel Gedanken machen, heute und morgen. Ich habe jetzt leider vergessen, ich habe natürlich noch vier andere schöne Brücken, das sind meine vier Kinder, aber die kann ich hier nicht so offen zitieren. So, und seit zwei Jahren bin ich jetzt Hauptgeschäftsführer beim BDI, dem Bundesverband der deutschen Industrie. Bin mir absolut sicher, dass der eine oder die andere, wenn Sie BDI hören, Bundesverband der deutschen Industrie, diese Institution irgendwie gleichsetzen mit der dunklen Seite der Macht und ich bin irgendwie ein Darth Vader in einem dunklen Anzug. Das weiß ich schon nicht. Ich bin in dem Geschäft schon länger unterwegs. Aber zum Glück ist das meines Erachtens nicht so. Der Bundesverband der deutschen Industrie, das wissen die allerwenigsten, ist ein Spitzenverband. Bei mir sind keine Unternehmen Mitglied, sondern andere Branchen. Ich habe 38 Industriebranchen, von A wie Automobil bis Z wie Zucker. Zucker, das sei nur am Rande vermerkt, spielt eine Rolle beim Fracking, aber da kommen wir in einer anderen Diskussion mal drauf, weil man kann auch Zucker nach unten pumpen. Ich habe also bei mir Leute, die einerseits Stahl herstellen, die Stahlhersteller. Ich habe aber auch Hersteller von Solarpanels. Ich habe Zigarettenhersteller bei mir. Ich habe Hersteller von neuen Kunststoffen, von Fasern, die Flugzeuge leichter machen. Ich habe die ganze Bandbreite der deutschen Industrie. Und die spielt eine Rolle nachher bei den Ausführungen, wie es vielleicht in die Zukunft weitergehen kann. Ich nutze das hier aber auch schon mal anzukündigen, dass Sie nächste Woche von uns ein Jahrbuch kriegen. Also das kann man bei uns dann nachfragen. In diesem Jahrbuch stellen wir uns mal da als BDI. Was wir denn so tun? Was wir tun, das wissen Sie ganz genau. Wir sind als Interessenvertreter von 100.000 Unternehmen mit 11 Millionen Arbeitnehmern im In- und Ausland natürlich hauptberuflich unterwegs, Einfluss zu nehmen auf politische Entscheidungen. Das ist mein Job, den ich jeden Tag mache. Einerseits in der breiten Öffentlichkeit, das sind Sie, und andererseits, indem man mit politischen Entscheidungsträgern in Parlamenten und in Regierungen spricht. Wir sind eine Non-for-Profit-Organisation, wir machen also keinen Gewinn. Wir werden finanziert durch unsere Mitglieder, wir kriegen auch keinen einzigen Cent von irgendwelchen staatlichen Stellen.
Ich bin also, ob Sie es mögen oder nicht, eine Nichtregierungsorganisation. Ich bin eine NGO, aber die NGO der deutschen Industrie. Mich unterscheidet inhaltlich, organisatorisch überhaupt nichts von Foodwatch, Thilo Bode und anderen. Wir kämpfen nur auf unterschiedlichen Seiten um den Einfluss auf politische Entscheidungen. Und damit Sie sehen, wie sowas abläuft, werden wir nächste Woche ein Jahrbuch veröffentlichen. Da steht drin, wer wir sind, was wir machen, was wir tun, wie viel Geld wir haben, woher das Geld kommt und wie wir arbeiten. Transparenz ist, glaube ich, in diesem Geschäft des Lobbyismus, der wirklich von Greenpeace bis zum BDI geht, das A und O in den nächsten 10 Jahren. Ich wünsche, dass alle in Zukunft sagen, von wem sie finanziert werden und wie sie Einfluss nehmen. Denn wir leben in einem breiten gesellschaftlichen Diskurs und der muss offen geführt werden. Und hier geht es um die Frage, was kann die deutsche Industrie tun, um eine industrielle Moderne zu bekunden und zu begründen. Ich habe mir lange überlegt, wie mache ich das? Und habe dann ein Unternehmen gesucht, das ich Ihnen kurz vorstellen will. Ein Unternehmen aus einer klassischen deutschen Branche, dem Maschinen- und Anlagenbau. Ich freue mich insbesondere, den Kollegen Rader hier hinten in den Reihen zu sehen. Und zwar ist das ein Unternehmen in Süddeutschland, ganz zufällig im Bundesland, das von Herrn Kretschmann regiert wird. Und zwar die Wittenstein-Bastian GmbH in Fellbach. Das ist klassische deutsche Metallverarbeitung. Die stellen Zahnräder her für Antriebssysteme. Und diese Wittenstein GmbH hat jüngst 12 Millionen Euro in 5.400 Quadratmetern verbaut in einem Neubau, mitten in einem urbanen Wohngebiet und hat eine konsequent ökologische Bauweise mit hocheffizienten Prozessen umzusetzen probiert. Diese Produktionsstätte, die wie gesagt mitten in einem Wohngebiet liegt, ist geräusch- und emissionsarm und liegt direkt neben einer, Herr Professor Weiziger hat es schon erwähnt, das Stichwort, liegt direkt neben einer Passivhaussiedlung in einem Ballungsgebiet mitten in Stuttgart, arbeiten ungefähr 100 Leute dort. Gebäude und Außenbereiche werden mit den umliegenden Grundstücken so vernetzt, dass es kaum lange Verbindungswege gibt zwischen der Produktion und dem städtischen Umfeld. Die meisten Mitarbeiter haben extrem kurze Wege. Die Anbindung an die öffentlichen Nahverkehrssysteme ist hervorragend. Auf dem Firmengelände ist ein Biotop und ein Spielplatz, um Mitarbeitern und den Nachbarn Treffpunkte und Möglichkeiten der Begegnung zu verschaffen. Mitarbeiter, Gäste und Anwohner können 2 Stromtankstellen für Elektrofahrzeuge nutzen. Die ohnehin niedrigen Geräuschemissionen dieser Fabrik werden durch einen Lärmschutzwall weiter reduziert. Und im Vergleich zur bisherigen Anlage, das ist eine neue Anlage, die hat eine alte Anlage ersetzt, werden in dieser neuen Produktionsstätte jetzt 35% Energiekosten pro Quadratmeter eingespart und trotz einer vollklimatisierten Produktion. Der Standort unterschreitet sämtliche Anforderungen der Energieeinsparverordnung um mehr als die Hälfte. Die geltenden Energie- und Gebäuderichtlinien sind damit weit mehr als erfüllt. Die gesamte dort anzutreffende Gebäudetechnik und alle Maschinen arbeiten so ressourcenschonend wie möglich. So wird beispielsweise die Energie für die Produktion über mit Biogas betriebene Mikroturbinen erzeugt. Und zur Wärmerückgewinnung wird die im Produktionsablauf anfallende Abwärme genutzt. Mit ihr werden sogar die Büros beheizt. Und ein weiterer Baustein dieser autarken urbanen Produktionsstätte ist die Photovoltaikanlage, deren Energie unter anderem für die Luftentfeuchtung in der Produktion verwendet wird. Ich hoffe, bei denen ist nicht so entfeuchtet wie hier drin. Und durch solche geschlossenen Ressourcenkreisläufe werden die Produktionsanlagen verlustfrei betrieben. Das ist ungefähr die Hälfte der Vorteile, die diese neue industrielle Anlage hat. Die anderen erspare ich Ihnen, sonst ist meine Redezeit komplett rum. Was ich Ihnen aber zeigen will, ist, dass die industrielle Moderne längst angebrochen ist. Sie ist mitten in der deutschen Industrie angebrochen. Vor vielen Jahren schon, nur wir reden nicht drüber. Wir reden vielleicht zu wenig darüber. Aber die Industrie befindet sich in Deutschland auf einem Transformationsprozess, der nicht diese großen gesellschaftlichen politischen Ansprüche hat, die aber bottom-up, wie man sagen würde, aus dem Kleinen heraus, aus dem Know-how und aus dem Bestreben vieler Ingenieure erwächst. Darf ich mal fragen, wie viele Ingenieure hier drin sind? Das wundert mich überhaupt nicht. Das wundert mich überhaupt nicht, dass fast die Hälfte hier im Publikum Ingenieure sind. Denn das, was wir erleben in der deutschen Industrie, das wird von den Ingenieuren getrieben. Das ist weniger von den Eigentümern, weniger von den Kreditgebern, also weniger von den Eigentümern, die nicht Ingenieure sind, also von Typen wie mir, sondern sie wird getrieben von Leuten, die ein einziges Bestreben haben, weswegen sie auch Ingenieurwissenschaften studiert haben, die Welt ein Stückchen besser zu machen. Und mir kommt es auf dieses Stückchen an. Das sind in der Regel keine großen Visionäre, die wir in unseren Unternehmen haben, aber das sind Leute, die jeden Tag probieren, es einen Millimeter besser zu machen. Dieser permanente Verbesserungsprozess, der der deutschen Industrie anhängt, ist etwas, was sich nachher auch in Ergebnissen messen lässt. Zum Beispiel ist ja das reale Bruttosozialprodukt pro Kopf seit 1991 bei uns allen hier im Raum um 30% gestiegen. Wir haben also um ein Drittel höheren Bestand an Waren und Dienstleistungen, haben dafür aber in der gleichen Zeit
10% weniger Energie, 20% weniger Material und 30% weniger Wasser gebraucht. Ich konzidiere sofort, dass das vielleicht noch nicht reicht. Aber der Gradient ist entscheidend. Wir haben Wachstum und gleichzeitig weniger Energie, weniger Materialverbrauch. Vielleicht noch nicht so viel wie in den Ansprüchen von Professor Weizsäcker und anderen, die natürlich mit ihren Forderungen ein Stück weit auch die Karotte immer und die Anreize immer höher hängen. Aber es ist mir auch hier ein Bedürfnis, noch einmal klarzumachen, meine Erfahrung ist nicht, dass seit der Lehman-Krise Nachhaltigkeit in Unternehmen irgendwie ein Karrierekiller wäre. Ganz im Gegenteil. Also wir haben bei uns im BDI eine Gruppe Econsens, da sind 35 deutsche große Unternehmen engagiert, die ihre Nachhaltigkeitsstrategien miteinander bündeln, Volkswagen, Siemens und viele anderen. Und das sind mit die Kerntreiber in diesen Unternehmen. Und vielleicht auch noch eine Zahl. Im Zeitraum 2007 bis 2010 ist der Umsatz der deutschen Green Tech, also alle um Effizienzverbesserung sich bemühenden Energien, jährlich um 12% gestiegen. Das schafft kaum eine andere Branche. Auf jetzt im Jahr 2011 300 Milliarden. Diese 300 Milliarden wiederum sind 15% des Weltmarkts. Das heißt, der Weltmarkt für Green Technology, und da bin ich relativ nah an der Zahl, die Professor Rosen vorher gefordert hat, der Weltmarkt im Moment für Green Technology ist bei 2 Billionen, also 2000 Milliarden. Das alles ist den Leuten wenig bewusst, weil zu wenig darüber gesprochen wird. Aber ich glaube, es ist enorm wichtig in den vor uns liegenden politischen Auseinandersetzungen, dass wir diese Entwicklung einer sich selbst verändernden Industrierealität nicht aus den Augen verlieren und dass wir für diese Industrie Rahmenbedingungen aufrechterhalten, die es ihnen möglich macht oder die es ihr möglich macht, dieser Industrie diesen Prozess der kontinuierlichen Verbesserung auch durchzuhalten, weil der in der Tat mit hohen Investitionen verbunden ist. Und ich will es jetzt nicht langweilen, wie mein Manuskript das vorgesehen hat, weil die Zeit, ich war ursprünglich gebrieft für 20 bis 25 Minuten, das müssen wir jetzt abkürzen. Natürlich wissen Sie, was jemand wie ich immer verlangen wird und verlangen muss und auch gut begründen kann. Uns sind natürlich weniger Steuerbelastungen, uns sind im Gegenteil Steueranreize für Forschung und Entwicklung lieber. Wir wollen weniger Bürokratie haben. Wir wollen vor allen Dingen aber auch das Klima spüren, dass Technologie und Innovation gesellschaftlich gewollt sind. Ich möchte, dass unsere Ingenieure rumprobieren können oder wie man das in meiner schwäbischen Heimat sagt, rumfrickeln können. Ich möchte, dass die ergebnisoffen arbeiten können, weil Industrie ist in der Realität der Produktion und der Entwicklung nichts anderes als ein permanentes Entdeckungsverfahren. Jeden Tag wird neu probiert, etwas besser zu machen und da hilft konservatives oder konservierendes Denken überhaupt nicht. Und ich würde auch davor warnen, große sektorale Bereiche komplett auszuschließen, weil man theoretisch sagt, die richten zu viel Schaden an. Ich will ein riskantes Stichwort am Schluss nehmen. Es ist vielleicht gar nicht so wichtig, ob wir jemals mit Fracking in Deutschland auch nur ein Kubikmeter Gas aus dem Boden holen. Aber ich wäre befriedigter, wenn ich in 10 Jahren sagen könnte, deutsche Forscher, die auf dem Gebiet des Frackings geforscht und gearbeitet haben, haben die Produktionsweise der Amerikaner, die Ernst Ulrich von Weizsäcker nicht mag, das hat er vorher auch kundgetan, ein Stück weit umweltfreundlicher, ein Stück weit besser gemacht hat. Und auch hier würde ich sagen, können deutsche Ingenieure einiges leisten. Es geht mir nicht darum, riesige Mengen Gas aus dem Boden zu holen, aber ich würde gern anderen, wir sind Exportweltmeister, genau dieselben Lektionen unserer Ingenieure angedeihen lassen, die wir in vielen anderen Bereichen haben. Das Schöne nämlich am Exportweltmeister zu sein ist, dass die Güter, die wir herstellen und die Dienstleistungen, die wir herstellen, ein Stück weit ja den Trend in anderen Ländern setzen. Und in dem Maße, wie das umweltfreundliche Technologien sind, verändern wir die Welt indirekt, indem wir Güter und Produkte anderen verkaufen können, anbieten können, die konkurrenzlos sind, was Ressourceneffizienz, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit anbelangt. Aber dafür müssen wir vieles im Moment erst einmal ausprobieren können. Und dafür plädiere ich, dass wir am allermeisten die Leidenschaft für Industrie bewahren und dass aus dem Maschinenfrühling vielleicht eine Maschinendekade wird. Denn Deutschland ist seit 150 Jahren eine Industriegesellschaft und nichts anderes. Und das können wir auch ziemlich gut. Wir sind bei vielen anderen Dingen nicht ganz so überzeugend, was Dienstleistungen, Banking und Ähnliches anbelangt. Aber Industrie, das können wir. Das können wir sehr, sehr gut. Und wir können weitaus mehr als nur Automobile herstellen. Vielleicht sollten wir das vom BDI öfters einmal sagen. Aber ich weiß, dass meine Branchen nicht müde werden. Herr Rader sitzt da hinten, mir immer wieder klarzumachen, dass ich die ganze Bandbreite der deutschen Energie und ihr Lösungspotenzial darstellen sollte. Vielen Dank. 15 Minuten hoffentlich.
Ja, vielen Dank, Herr Dr. Kerber. Jetzt habe ich sofort verstanden, warum Sie vom Banker zum Industriellen geworden sind, weil Sie haben ja eben gerade gesagt, viel, viel fortschrittlicher als Banking und Dienstleistungen. Okay. Die Frage, die sich mir noch stellt nach Ihrem Vortrag jetzt, Sie sprachen von einer sich selbst verändernden Industrierealität. Nun können Sie mir eigentlich nicht erzählen, dass so, wenn Sie Unternehmen von A bis Z vertreten oder Branchen von A bis Z vertreten, dass da sich jeder Einzelne selbst verändert. Was macht man mit denen, die sich noch nicht so richtig von selbst verändern? Wie bringt man die dahin, dass sie sich verändern? Das sehe ich sehr sportlich, indem diejenigen, die eher strukturkonservativ sind, was neue Technologien anbelangt, ja sowieso von denen garantiert verdrängt werden, die mit neuen Technologien neuen Lebens- und Denkweisen den Durchbruch geben. Also klassisches Beispiel, das Sie im Automobilbau oder generell in der Antriebstechnik vorfinden. Natürlich gibt es die Anhänger der Verbrennungstechnologie und es gibt aber seit 10 Jahren die Pioniere, die schon immer gesagt haben, wir brauchen einen alternativen Antriebsstrang. Ob das Elektro ist oder die Brennstoffzelle, lassen wir mal dahingestellt. Aber lange, lange wurden die Leute belächelt, die gesagt haben, wir werden nicht ewig mit Verbrennungsmotoren allein arbeiten können. Und wenn Sie heute eine Karriere machen wollen in einem Automobilentwicklungszentrum oder gar in einem elektrotechnischen Zentrum, sollten Sie als Ingenieur, wenn Sie frisch von der Uni kommen, heutzutage, glaube ich, relativ wief und fit sein im Bereich der Elektromobilität. Das ist ein großer Wachstumsbereich. Und ich setze dort auf den innerbetrieblichen Wettbewerb. Okay, und die Politiker haben eigentlich gar nichts zu tun, weil die Industrie macht alles allein, von sich aus. Nein, ich will aber die Last eher von der Politik wegnehmen. Die Politik ist, ich weiß nicht, wie Professor Weizsäcker das sieht, aber in einem erschreckenden Maße ja frei von Naturwissenschaft und Ingenieurwissenschaft. Wir haben in der Politik, ja, Sie sind ein leuchtendes Beispiel damals gewesen für den Gegenfall, aber wenn Sie heute in Parteien reinschauen, Die Entwickler und Ingenieure finden Sie da wenig. Jetzt können Sie sagen, wir haben an der Regierungsspitze jemanden, der Physik studiert und promoviert hat. Das stimmt, aber wir haben 660 Abgeordnete im Deutschen Bundestag. Und dann müssen Sie in die Exekutive noch schauen. Auch dort finden Sie relativ wenig Naturwissenschaftler und vielleicht im Forschungsministerium. Ja, aber das reicht nicht. Das reicht nicht. Sagte ich ja gerade. Gerade gesagt. Ja, promovierte genau. Physikerin. Aber das reicht nicht. Eine allein wird nicht reichen. Okay. Nein, ich setze auch nicht allein auf die großen Industrieunternehmen, sondern Wittenstein hat 100 Mitarbeiter. Die Wittenstein-Gruppe, deren Unternehmensgründer und Chef ja bis vor kurzem auch Präsident des VDMAs war, das Verband der Deutschen Maschinen- und Anlagenbau, hat insgesamt, glaube ich, an die 1800 Mitarbeiter. Es sind diese kleinen und mittleren innovativen Unternehmen, die eher die großen mit ihren relativ hohen Forschungsbudget vor sich her treiben. Und allerletzte Zahl, die auch kaum jemand klar ist, von den volkswirtschaftlichen Ausgaben für Forschung und Entwicklung in Deutschland, die insgesamt zu niedrig sind, entfallen 85% auf deutsche Industrieunternehmen. Wir forschen und entwickeln. Der Staat macht auch noch 15%, aber das ist viel zu wenig. Okay. Vielen Dank. Also meine Damen und Herren, Ingenieurinnen und Ingenieure, das war jetzt der Aufruf, gehen Sie in die Politik, das muss besser durchmischt werden. genau, Aufnahmeanträge, nee, ich wollte ja neutral bleiben. Herr Dr. Gerber hat schon vorhin gemeint, ja vielleicht sei der einzige der richtige Optimist auf dem Podium, glaube ich nicht, weil jetzt kommt der Optimist des Hauses, der Hausherr sogar, Ralf Füchs, der die Böll-Stiftung seit 1996 leitet, hier im Vorstand ist, auch in der Politik war, als Senator für Stadtentwicklung schon mal in Bremen und zweiter Bürgermeister, allerdings ist kein Ingenieur, auch Sozialwissenschaftler, weiß nicht, ob man damit durchkommt. Ja, und Autor des vorhin schon so nett vorgestellten Buches, Intelligent wachsen, die grüne Revolution, der Mann, der das Männchen von Rot auf Grün anpinselt. Ja, Ralf Füchs, Sie haben das Wort. Vielen Dank für die freundliche Anmoderation und nochmal herzlich willkommen an Sie alle. Ich mache nun seit 96 Böll-Stiftung und habe in der Zeit, weiß ich, bestimmt 1000 Veranstaltungen und Konferenzen zum Teil mit organisiert, zum Teil erlebt. Aber ich will doch sagen, dass das eine ganz besondere für mich ist. Auch deshalb,
weil ich mich heute in einem Kreis bewege mit wirklichen Vordenkern, Grünvordenkern, das ist jetzt nicht parteipolitisch gemeint, wie Ernst Ulrich von Weizsäcker oder Michael Braungart, die schon seit sehr vielen Jahren gleichzeitig visionäre Konzepte entwickeln und ungeheuer kenntnisreich sind, materialreich. Und gleichzeitig mit dem Kopf in der Zukunft und mit den Füßen fest geerdet, sagen in der Gegenwart. Oder eben Menschen wie Claudia Langer mit so einer kreativen Aktivistin, Richard Rosen vom Telus Institute, was in den USA auch eine der Leuchttürme ist, sagen ökologischer Konzeptentwicklung. Und eben auch Markus Kerber, den Sie hier als einen sehr unkonventionellen Arbeitgeberfunktionär kennengelernt haben. Und das finde ich auch, ja, Industrie. Und das finde ich auch doch ein interessantes Zeichen, dass sich da was öffnet. Als zweites würde ich gern was sagen zu dem Motiv für diese Tagung mit diesem doch für Grüne etwas merkwürdigen Titel, mit dem Maschinenfrühling. Traditionell assoziiert man im grünen Spektrum ja eher Maschinen als eine Bedrohung, sozusagen die Maschinenarmee, die den Planeten verwüstet. Ich bin überzeugt davon, dass wir in einem wirklich dramatischen Wettlauf stehen zwischen zwei fundamentalen Entwicklungen auf dem Globus. Und Ernst Ulrich von Weizsäcker und Richard Rosen haben davon im Prinzip bereits gesprochen. Wir haben auf der einen Seite eine alarmierende Degradation der großen Ökosysteme, die die menschliche Zivilisation auf diesem Planeten überhaupt erst ermöglichen. Eine Destabilisierung des Klimas, ein zunehmender und dramatischer Verlust fruchtbarer Böden, das ist vielleicht die am meisten unterschätzte ökologische Krise, der Verlust oder das Abnehmen der Humusschicht dieser 20 bis 50 Zentimeter Erde, von denen das menschliche Leben auf dem Planeten abhängt, durch Erosion, durch Wüstenbildung, durch Versalzung, durch Übernutzung der Böden, aber auch durch Urbanisierung. Dann als dritter Krisenfaktor die zunehmende Wasserkrise in weiten Bereichen der Erde, gerade in dicht bevölkerten Regionen. Und als vierter Krisenfaktor würde ich noch nennen den Verlust von Artenvielfalt, also das Dahinschmelzen der Biodiversität. Und das ist nicht nur eine ethische Frage, sondern da geht es auch um den Verlust von produktiven Potenzialen, die wir zum Teil noch gar nicht kennen, weil sie schon verschwunden sind. Also es gibt überhaupt nichts zu relativieren an einer fundamentalen ökologischen Diagnose, die sagt, wir gehen heftigen Krisen und Verwerfungen entgegen, wenn es uns nicht gelingt, innerhalb der nächsten 20, 30 Jahre das Ruder herumzuwerfen. Und gleichzeitig, das gehört mit zu dieser Diagnose, leben wir in einer Epoche von stürmischem wirtschaftlichem Wachstum, die allenfalls vergleichbar ist mit der Periode der industriellen Revolution in Europa im 19. Jahrhundert, also dem Zeitalter, in dem die moderne Industrie, die große Industrie entstanden ist, die großen Städte, die moderne Infrastruktur. Und dieser Prozess vollzieht sich heute global, und zwar in großer Geschwindigkeit. Und er ist verbunden, und das ist sozialer Fortschritt, mit dem Aufstieg von Milliarden Menschen aus armseligen Lebensverhältnissen in die industrielle Moderne, mit allem, was dazugehört. Auch mit verlängerter Lebenserwartung, sinkender Kindersterblichkeit, höheren Bildungsstandards, besserer Gesundheitsversorgung.
auch wachsender Mobilität, die Fähigkeit, die Welt kennenzulernen und Kommunikation. Und gleichzeitig ist klar, dass wenn dieser Prozess auf der Grundlage des alten, ressourcenfressenden ökonomischen Modells weitergeht, er in den ökologischen Kollaps führt. Das ist die Herausforderung, um die es geht. Nicht, ob die Weltwirtschaft weiter wachsen wird, sondern wie sie es tut. Mit welchen Energieressourcen, mit welcher Art von Technologien, mit welcher Art von Mobilität, mit welcher Art von Städtebau. Und die Antwort, jedenfalls eine zentrale Antwort auf diese Herausforderung, heißt für uns Innovation. Geht es dabei nur in Anführungszeichen um technische Innovation, also neue Techniken, Produkte und Verfahren? Nein, natürlich nicht. Es geht auch um soziale Innovation, Carsharing, Ökonomie des Teilens, Bürgerkraftwerke, also Windkraftgenossenschaften zum Beispiel. Es geht auch um nachhaltige Lebensstile, vor allem wenn es sich um Ernährung dreht. Fleischkonsum von 80 Kilo pro Kopf und Jahr ist schlicht nicht globalisierbar. Das ist auch nicht nachhaltig zu produzieren. Es geht auch um politische Innovation. Ich fand das interessant, Claudia Langer sozusagen von kritischer Konsum zu dem Appell an die Politik, die ökologischen Leitplanken für Unternehmen und für Konsumenten zu setzen. Zielvorgaben, Effizienzstandards für Fahrzeuge, Gebäude, Haushaltsgeräte und, was Ernst-Ulrich von Weizsäcker nicht müde wird zu betonen, die Integration von ökologischen Folgekosten in den Preismechanismus, also ökologische Steuerreform und eine Reaktivierung des CO2-Handelssystems. Umweltverbrauch muss mit Kosten, muss mit Preisen belegt werden, die seine Kosten auch widerspiegeln. Rücknahmeverpflichtungen für die Industrie, um den Übergang zu einer Kreislaufökonomie zu befördern. Alles richtig, und wir werden morgen zum Abschluss auch über Politik und die Rolle von Politik reden. Aber es geht eben auch und dezidiert um wissenschaftlich-technische Revolution. Und es geht sogar um Begeisterung für diese neue grüne industrielle Revolution. Das ist ein Terminus, den ich von Ernst-Ulrich von Weizsäcker übernommen habe in seinem Faktor 5. Begeisterung für die neue Stufe der industriellen Revolution. Wenn das ein Grüner sagt, dann erntet er fast reflexhaft den Vorwurf Technologiegläubigkeit. Was ist das denn? Das ist merkwürdig, weil man kann eigentlich die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation als eine Geschichte von Erfindungen erzählen. Also die Überwindung von Knappheit durch Innovation. Angefangen von den frühen Stufen des Ackerbaus und der Viehzucht und der Erfindung des Rads bis hin zur Raumfahrt und der Nanotechnologie. Immer geht es darum, sagen die Grenzen dessen, was dem Menschen auf dieser Erde möglich ist, durch Erfindungen zu erweitern. Und dazu gibt es auch eine Parallelerzählung, das zieht sich auch durch die ganze Geschichte der menschlichen Zivilisation, vom Turmbau zu Babel, über Frankenstein oder Huxley's Brave New World. Das ist nämlich die Erzählung, wenn ihr die Grenzen überschreitet, die die Natur euch gesetzt hat, dann endet es in der Katastrophe. Dann endet es in der Selbstzerstörung der menschlichen Zivilisation. Und das ist ja nicht abwegig, weil wissenschaftlicher Fortschritt etwas Janusköpfiges hat. Es gibt auch ein destruktives Potenzial in neuen Technologien. Und deshalb brauchen wir eine
ständige kritische Reflexion, eine kritische öffentliche Auseinandersetzung über die Bewertung von Technologien und über die Qualifizierung von wissenschaftlich-technischem Fortschritt. Es geht nicht darum, hier blind einfach Fortschrittsoptimismus zu predigen, aber, und das Beispiel Atomindustrie, sagen, hat uns das ja gelehrt, nicht, welches destruktive Potenzial in neuen Produktivkräften liegen können. Aber trotzdem bin ich fest davon überzeugt, dass wir die Herausforderungen, die vor uns liegen, eben nicht ohne eine neue Welle von wissenschaftlicher und technischer Innovation werden lösen können und dass wir auch schon mitten darin sind. Viele Beispiele sind hier schon genannt worden und ich würde zu Richard Rosen, der sagt, unterschätzt mal nicht die Dauer, die Langsamkeit, in der sich neue Technologien entwickeln, würde ich sagen, ja, das kann man, glaube ich, nicht in die Zukunft extrapolieren, weil dieser Prozess sich beschleunigt. Er beschleunigt sich auch deshalb, weil noch nie in der Geschichte so viele Wissenschaftler, Ingenieure, Techniker rund um die Welt an neuen Lösungen gearbeitet haben. Eben nicht mehr nur in Europa, Amerika und Japan, sondern tatsächlich global. Und wenn Sie einen Augenblick zurückdenken, wie die Welt sich in den letzten 30 Jahren verändert hat, politisch, technologisch, im Hinblick auf unsere Lebensweise, dann sind wir heute tatsächlich schon in einer anderen Welt und in 30 Jahren wird die Welt nochmal sehr viel anders aussehen. Das ist nicht unbedingt eine erfreuliche Botschaft, das macht ja auch Angst, dieses Tempo, diese Beschleunigung, diese ständige Veränderung von Technologien, von Produktionsweisen, von Lebensformen. Aber ich halte es für eine Illusion zu glauben, wir könnten daraus aussteigen, sondern wir müssen alles tun, um es zu gestalten. Weniger vom Gleichen rettet den Globus jedenfalls nicht, sondern nur qualitative Veränderung, qualitative Innovation. Und im Kern geht es genau um das, was Ernst-Ulrich von Weizsäcker zu Beginn gesagt hat, um Entkoppelung von wirtschaftlicher Wertschöpfung oder vulgo wirtschaftlichem Wachstum von Naturverbrauch durch Effizienzrevolution, durch die Substitution fossiler Energien, durch erneuerbare Energien und durch Kreislaufökonomie, also Wertschöpfungsketten, in denen es keinen Abfall gibt. Das sind die drei Säulen einer ökologischen Ökonomie. Und ich bin überzeugt davon, dass wir schon zumindest am Beginn dieser Umwälzung stehen. Die wird nicht alleine aus der Wissenschaft kommen, die wird nicht alleine von den Märkten kommen. Die braucht eben auch kritische Zivilgesellschaft und sie braucht Politik. Und wir müssen versuchen, neue Allianzen zu schließen, um diese Transformation voranzubringen. Und dabei würde ich gerne noch eine Botschaft aufgreifen, die Richard Rosen hier so en passant gegeben hat. Das ist auch eine Botschaft an meine eigene politische Community. Die Investitionsraten müssen wieder steigen. Wer ernsthaft von ökologischem Umbau der Industriegesellschaft spricht, unseres Energiesystems, unserer Infrastruktur, unserer Städte, unseres Energiesystems, der muss auch davon reden, dass wir Investitionsquoten wieder steigern müssen, und zwar sowohl in der privaten Wirtschaft wie in den öffentlichen Haushalten. Und das ist eine Chance für Europa. Wir werden uns aus der aktuellen Krise nicht einfach heraussparen können, sondern wir kommen nur aus ihr heraus in einer Kombination von ökologischen Innovationen, ökologischen Investitionen, die Europa an die Spitze dieser industriellen Revolution bringen. Das wäre ein Green New Deal für Europa, der auch wieder neue Einkommens- und Beschäftigungschancen für die Millionen von Menschen schafft, die heute an den Rand gedrängt sind. Und deshalb gibt es sehr wohl eine Verbindung zwischen dieser ökologischen Vision und sozialen Inklusion, der Teilhabe
von Menschen am Fortschritt. Vielen Dank. Danke, Ralf Fuchs. So, jetzt rutsche ich mal hier kurz rauf. Ja, Politik wird gebraucht, war ein schönes Stichwort, denn wenn man das hier so gehört hat und das mal zusammenfasst, also dass die Maschinen da sind und dass die irgendwie kommen werden, wenn man nur noch so ein bisschen schiebt, da sind sich eigentlich alle einig, da sind eigentlich alle ziemlich optimistisch. Aber wie sieht's aus mit den politischen Technologien? Ich glaube, das ist die viel größere Herausforderung. Wie bewegt man die Welt dahin, wo man sie haben will? Und als leidenschaftliche Demokratin muss ich das einfach sagen, wie macht man so, dass man alle mitnimmt, ohne sie zu zwingen? Und you talked about this in the scenario. Sie haben es in dem einen Szenario gesagt, dass das The Fortress-Szenario, irgendwie die Festung, wo mit viel Gewalt irgendwie geschoben wird. Wie macht man das? Wie nimmt man die Menschen mit? Und kriegt das richtig hin und gibt doch genug Schub, um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen. Professor von Weizsäcker. Erstens, ein paar mehr Ingenieure und Naturwissenschaftler im Bundestag wäre nicht schlecht. Das hat Herr Gerber sehr richtig gesagt. Zweitens, soll aber die Politik nicht Ingenieur spielen. Sie soll ein Verständnis dafür haben, unter welchen Bedingungen Ingenieure was Gescheites machen können. Und das heißt, den Rahmen festlegen. Es gibt übrigens in Amerika ein schönes Buch von Bob Lutz, Car Guys versus Bean Counters. Das ist ein Detroit-Guru, der ist ja gesagt, der Car Guys, er hätte in Deutschland wären es Maschinenbauer gewesen. Er hat untersucht, wie in den letzten 30 Jahren die Zahl der Masters of Business Administration in Amerika ständig zugenommen und die Qualität der amerikanischen Industrie ständig abgenommen hat. Dann sagt er, müsst ihr machen wie die Deutschen, die haben noch genug Ingenieure und lassen die. Und dann sagt er, to get America going again, you have got to fire the MBAs and let the engineers run the show. Das heißt also, da ist einfach was Richtiges dran an dem, was Herr Kerber gesagt hat. Und nur diese, die Show richtig führen sollen, das sind nicht die Politiker, sondern das sind die Ingenieure in verschiedenen Tätigkeiten, auch in öffentlichen Unternehmen, also zum Beispiel Wasserbauer und ich weiß nicht was, das sind sehr häufig nicht privatwirtschaftliche, sondern öffentlich bedienstete Ingenieure, aber die müssen genauso innovativ sein. Also, ich bin sehr dafür, dass die Politik eine Stärkung erfährt, aber nicht eine Strangulierungsstärkung und Detailstärkung, sondern vernünftige Rahmenbedingungen. Frau Langer, Sie sind auch für den starken Staat. Was sollen denn die Politiker tun? Ach, ich weiß gar nicht, ich bin nicht für den starken Staat. Als erstes mal, ich glaube, das zentrale Wort, und vielleicht war ich vorhin ein bisschen zu düster, ich glaube, das zentrale Wort ist Begeisterung. Ich finde, und da bin ich ganz weit weg von Ihnen, kontinuierliche Verbesserungsprozesse sehr langweilig, weil wir gerade gegen einen Zeithorizont laufen, der sehr besorgniserregend ist. Und mir geht es eigentlich um die Freisetzung neuer Energien. Mir geht es um Begeisterung. Mir geht es um Sprünge. Und es ist einfach, sich auf 100-Mann-Unternehmen zu berufen. Das ist immer schön. Davon habe ich ganz viele. Die sind alle bei mir auf Utopia. Schwieriger wird es eben bei den Weltkonzernen. Wir arbeiten mit einem Unternehmen, das heißt Unilever, und das kauft ein Sechstel des Weltmarkts an Tomaten. Und da ist die Frage, wie dieses Unternehmen sich verhält. Natürlich von einer ganz anderen Tragweite. Ich mag auch die Wirtschaft. Ich glaube daran, dass die Wirtschaft extrem schnell extrem viel bewegen kann, davon abgesehen. Aber mir geht es um Begeisterung und mir geht es um Sprünge. Und alles, was ich will, ist, dass Politik von uns ermächtigt wird, diese Sprünge loszutreten. Und wenn Sie sagen,
Automobilingenieure sollten heute Elektromobilingenieure werden, gebe ich Ihnen völlig recht. Aber die Car Guys hätten Elektroautos nicht gebaut. Das ist von der Regierung gekommen und auch am Anfang verstolpert worden und jetzt wieder neu aufgelegt. Aber genau darum geht es mir. Mir geht es darum, dass ich glaube, Innovationssprünge sind möglich, sobald eine Not da ist, Innovationen. Und wir sind eine Sensation. Und ich glaube auch, dass für Deutschland da eine große Chance drin ist, auszuspielen, was wir an Potenzialen haben. Aber wenn wir jetzt alle sagen, Begeisterung reicht, dann sind wir uns eigentlich einig und ist alles in Butter. So sehe ich es ja nicht, weil diese Trillion-Dollar-Question, die bleibt ja im Raum stehen. Dauert das nicht viel zu lange, wenn wir auf die Begeisterung warten? Doesn't it take much too long? Just to be well, excited about things. I think there's things. Different sense of passion. And again, I think let's move away from technology for a moment towards social innovation. So, for example, an old colleague of mine just did a study for New York City. Okay, what would happen if you renovated or reconstruct to make energy efficient every building in New York City? So just to have the image of what that would be like. Well, it has to be done, again, in 30 to 40 years. So that means 2.5 to 3% of every building in New York City would have to be completely gut renovated every year with, you know, double, triple pane windows, more insulation, etc. You would need an army, right? And literally an army of construction engineers, of construction workers, etc., and the materials to accomplish this. And you would have to go almost literally block by block through New York City, 3.5% a year. So the image of doing that is completely different than anything we do now, correct? There's no one talking about how such a thing would be accomplished, and that's just like one city. So every city in America, most cities in Germany, you would have to do that in the next 30 to 40 years. That's how you get to your factor 4 or 5 improvement. Yeah. So that's the kind of social innovation that we have to be thinking about. Aber no one's talking about that. Muss man das nicht ordentlich anschieben, zum Beispiel über den Preis? Da muss ich Sie jetzt wieder fragen, weil ökologische Steuerreform, also ist das nicht das Wesentliche, dass man da einfach ein bisschen als Staat auch Energie verteuert? Wir warten doch seit 24 Monaten, dass sich Bund und Länder, dass sich Regierung und Opposition darauf einigen, dass wir ein Gebäudeeffizienzprogramm bekommen. Das fordern alle, das fordert der BDI, das fordern die Gewerkschaften, aber Bund und Länder können sich nicht einigen, weil sie politische Kuhhändel miteinander betreiben. Und ich bin ja auch dafür, dass wir Gebäude sanieren. Ich will aber mal festhalten, der größte Teil des Bestands an sanierten Gebäuden ist in privater Hand. Der Staat tut gar nichts dafür. Das Bundesfinanzministerium, die großen alten Ministerien, die sind alle überhaupt nicht energieeffizient. Warum? Weil der Staat spart an seinen öffentlichen Gebäuden, verlangt aber vom Bürger mit Zwangsmaßnahmen, dass er vorangeht. Das ist nicht mein Politikverständnis. Aber dann kann man sich den starken Staat viel herbeisehen. Der ist einfach nicht da. Was machen wir dann? Herr Füchs, was machen wir? Sie gucken so skeptisch. Ja, ein Stichwort hat ja Claudia Langer vorhin genannt. Es geht natürlich auch um Politisierung der Bürgergesellschaft, um, sagen, die Prioritäten in der Politik neu zu setzen. Ich meine, wir haben Verteilungskonflikte in der Politik, wir haben sie auch zwischen Sozialpolitik und, sagen, Öko-Innovation. Das ist real. Also wenn Sie zum Beispiel, okay, ich nehme die eigene Partei nicht aus. Ja? Wenn man so die Beschlüsse auf dem letzten Grünen Parteitag nimmt, welchen Stellenwert hatten da Öko-Innovation und Investitionen in Erneuerung unserer Infrastruktur und so weiter. Ich nehme mal ein zweites Beispiel, dass das wirklich noch sehr viel krasser ist. Die Kanzlerin mit sagen, welche Wahlkampfversprechungen macht sie? Von den, ich weiß nicht, 23 oder 24 Milliarden, die das Handelsblatt da hochgerechnet hat, sind 22 Milliarden für neue Sozialleistungen. Und dann kommt noch 1 Milliarde für Erneuerung unserer Infrastruktur, wo wir genau wissen, wir haben schon jetzt einen riesigen Modernisierungsrückstand und wir haben noch enorme Potenziale. Aber das ist natürlich auch eine Sache der Gesellschaft. Das ist nicht einfach Blaming gegenüber, sagen Politikern, obwohl ich sagen würde,
Politikerinnen müssen auch den Mut haben, vorauszugehen und auch mal sich mit sagen, bestimmten Erwartungen der Gesellschaft kritisch auseinanderzusetzen. Aber das ist so ein Wechselspiel von wechselseitigen Erwartungen zwischen Wählerinnen sagen, und Politik. Und da ist auch Gesellschaft gefragt, welche Prioritäten setzen wir unter den Vorzeichen knapper Kassen, wenn wir die öffentlichen Haushalte nicht einfach beliebig erhöhen können, trotz gewisser Steuererhöhungen, die meines Erachtens gerechtfertigt sind für höhere Einkommen und Vermögen. Aber wir werden es auch künftig mit knappen Mitteln zu tun haben. Und dann gibt es eine öffentliche Auseinandersetzung um Prioritäten. Und da ist die Stimme derjenigen, die sagt, entscheidend für die nächsten 20 oder 30 Jahre ist, dass wir diesen großen Sprung hinbekommen zu einer ökologischen Produktionsweise und zu einem Umbau unserer kompletten Infrastruktur. Diese Stimme ist im Moment im Vergleich zu anderen Interessen nicht sehr laut und die müsste noch mal sehr viel lauter werden. Frau Langer wollte sich dazu Wort melden. Ich würde gerne noch was sagen. Wir reden hier jetzt vielleicht, weil wir in diesem Haus sind, ja eigentlich nur über die Umwelt. Und ich bin ja eingeladen als Frau für die sozialen Innovationen. Für mich ist, glaube ich, ich bin nicht gläubig an den starken Staat. Ich finde, es sind sehr viele Stümper, die uns auch regieren. Ja? Und ich finde nicht, dass der Staat immer kluge Entscheidungen getroffen hat. Ja? Was für mich wichtig ist, ist, ich glaube, wir müssen anfangen zu verhandeln. Wir brauchen eine öffentliche Diskussion darüber, wie wir leben wollen, welche Prioritäten wir setzen wollen, was uns wichtig ist und wo wir sind eine Empörungsgesellschaft, und wo wir bei Zumutungen sofort schreien. Wir haben im Moment auch einen Verteilungskampf allein in unserem Land zwischen alt und jung. Wir haben, und das ist für mich ein ganz, ganz wesentlicher Punkt und das ist auch eine Frage des Gemeinwohls, eines Miteinanders, auch einer begeisternden und glücklichen Gesellschaft. Wir haben im Moment 15,8% arme Jugendliche. Ich finde das genauso schlimm. Also ich glaube, wir müssen anfangen zu verhandeln. Und wir sind in der glücklichen Lage, dass wir verhandeln können und dass wir darüber reden können, wie wir leben wollen. Und mich erschreckt so ein bisschen, wie wankelmütig wir dabei sind. Also alle waren für eine Energiewende und dann sagen die Medien, oje, die wird unbezahlbar und dann sind alle relativ schnell, relativ hysterisch und kriegen fürchterlich Angst und jeder fragt sich, ob das mit der Energiewende doch so eine gute Sache war. Also da finde ich, dass der Bürger sehr schnell auch sehr verunsichert ist. Also wir müssen definieren, wo wir hinwollen, wir brauchen ein Ziel und dann müssen wir da eine Roadmap entwickeln und wir haben keine Roadmap. Wir fahren auf Sicht und eine Kanzlerin, die auf Sicht fährt oder eine Politik überhaupt, alle Politiker. Das erschreckt mich, das gefährdet mich und da will ich nicht leben. So. Ja, zur Ehrenrettung der Medien, die muss ich einfach nur sagen, die Medien sagen nicht, es wird unbezahlbar, sondern die Medien berichten, dass andere sagen, es wird so weiter und so fort. Weil tatsächlich kostet das alles ein bisschen Geld, Trillion Dollar Question, wie ich gerade sage, aber Herr Dr. Kerber wird ganz unruhig und möchte unbedingt erwidern. Naja, die Energiewende ist vielleicht ein gutes Beispiel, ein gutes Stichwort, wo ich etwas sagen muss, weil es gibt ja nicht nur die privaten Verbraucher, die kalte Füße im Moment bekommen, ob gerechtfertigt oder nicht, was die vermuteten und schon spürbaren Anstiege beim Strompreis anbelangt, sondern eben auch die großen industriellen Verbraucher, die ich auch vertrete. Ich vertrete ja sowohl die befreiten als auch die nicht befreiten industriellen Vertreter. Und ich glaube, die Energiewende war vom Impuls her der richtige Schritt. Nur merken wir jetzt, dass wir eine mitten in Europa eingebettete Volkswirtschaft sind, deren solitäre, alleinige Energiewende jetzt im Moment bei uns preislich Probleme macht und uns aber in Riesenprobleme mit unseren Nachbarn bringt. Niemand will diese Energiewende bekämpfen, wir wollen sie aber verbessern. Und ich glaube, eine Europäisierung der Energiepolitik, dass wir dasselbe Geld, das wir jetzt ausgeben für erneuerbare Energien, einmal auf den Prüfstand stellen, ob es nicht anderswo in Europa noch effizienter wäre, das Geld auszugeben, wäre für mich die klügere und volkswirtschaftlich effizientere Energiewende. Wir können doch nicht allen Ernstes 10 Milliarden in die Solarindustrie in einem Land ausgeben, in das Montieren von Panels, ich sage das bewusst in diesem Publikum hier, wenn es nachweislich in Europa bessere Standorte gibt für dieselbe deutsche Technologie, das wäre dann aber ein Exportmodell, in den Ländern, das aber aus politischen Rahmenbedingungen nicht passiert und dort Steinkohle verbrannt wird.
wir laufen in Europa in eine Situation hinein, wo wir mehr CO2 produzieren, auch wegen der deutschen Energiewende, wir es aber verbessern könnten, wenn wir dieses Energiewendekonzept auf Europa übertragen würden. Und die Kritik muss gestattet sein, sonst haben wir keinen Erkenntnisfortschritt. Ja. Wobei natürlich irgendwo muss man mal anfangen und es ist natürlich genauso, wie man Maschinen hier entwickelt und exportieren kann, kann man auch politische oder Technologien entwickeln oder solche Dinge entwickeln und auch exportieren. Aber Professor Rosen wollte was dazu sagen. Yes. One of the reasons I address the issue of electricity prices, okay, is exactly related to my point about financing has to be at much lower interest rates than is traditionally the case, and that's why I can't see the private capital markets producing much of that investment. It has to be through public means, government bonds, whatever. And that's generally the way major construction projects have been financed in the past. I mean, certainly in the U.S., the Tennessee Valley Authority, the Bonneville Power Authority, all that was done during the Depression at very low interest rates. That's the only way society can afford an Energiewende. Ja, das ist wahr, bloß die Zinsen sind ja eigentlich so niedrig wie nie zuvor, ne? Herr Füchs, Sie wollten was sagen. Ja, Europäisierung, Energiewende finde ich richtig. Daran arbeiten wir als Böll-Stiftung auch ziemlich intensiv, schon seit ein paar Jahren. Also die Idee einer europäischen Gemeinschaft für erneuerbare Energien miteinander verknüpft, Wasserkraft in Skandinavien oder in den Alpen, Windenergie von den Küsten, Solarenergie aus der Mittelmeerregion mit den dezentralen Erzeugungsmöglichkeiten vor Ort. Für mich ist das kein Gegensatz, Europäisierung und gleichzeitig Ausbau der dezentralen Erzeugung, sondern beides zusammen ergibt dann ein stabiles Angebot von erneuerbaren Energien, das auch Versorgungssicherheit erhöht und Kosten reduziert. Und eine andere Antwort auf steigende Kosten ist natürlich Energieeffizienz. Und da haben wir einen deutlichen Nachholbedarf, vor allem jenseits der Industrie. Dort gibt es sicher auch noch erhebliche Potenziale. Aber im Verkehrssektor, im Gebäudesektor müssen wir Energieeffizienz beschleunigen. Das reduziert dann am Ende die Rechnung für die Verbraucherinnen und Verbraucher. Und wir sind auf dem Weg mit der Energiewende zu einer Energieversorgung, deren Ressourcen gratis sind. Ja, und das wird auf die Dauer auch einen erheblichen Vorteil gegenüber Energiesystemen mit sich bringen, die auf fossilen Energien beruhen. Ich glaube nicht daran, dass dieser Preisverfall, den wir jetzt bei der Kohle sehen, auf Dauer ist. Und ich bin sehr dafür, dass wir alles tun, um das über eine Wiederbelebung des CO2-Emissionshandels auch wieder umzukehren. Das ist wirklich ein Skandal, dass wir gegenwärtig wieder einen Anstieg der Kohleverbrennung sehen, weil Kohle so billig geworden ist, vor allem als Nebeneffekt des Gasbooms in den USA, und Politik nicht gegensteuert. Also das Europäische Parlament zum Beispiel sich nicht aufraffen konnte, die Emissionsrechte, die gegenwärtig den Markt überschwemmen, so zu reduzieren, dass der CO2-Preis wieder nach oben geht. Ich möchte Sie jetzt nicht um Ihre wohlverdiente Kaffeepause bringen, denn wir haben ja jetzt hier sehr viel Stoff, auch sehr viel zu verdauen und gehört. Aber wir haben eine Viertelstunde später angefangen. Deswegen würde ich einfach sagen, wir machen auch ein bisschen länger und würde jetzt einfach gerne fürs Publikum doch nochmal öffnen, wenn noch es so einige wenige Fragen gibt. Und der Herr da hinten hat sich jetzt schon länger gemeldet. Gibt es ein Mikrofon? Kann jemand ein Mikrofon organisieren und nicht Betrieb? Geht nicht, oder? Oder geht doch? Hallo? Eins, zwei. Ja, guten Tag, ich heiße Gunnar Demuth. Ich möchte zwei Sachen verbinden. Die Krise der Landwirtschaft, die Herr Füchs ansprach, und die vorbildlich deutsche Industrie von Herrn Kerber. Ich bin Agraringenieur und deswegen treibt mich die Landwirtschaft besonders um. Herr Kerber, Sie sagen, Deutschland ist ein Industriestandort.
Das heißt ja mit anderen Worten, Deutschland ist kein Agrarstandort. Nun gibt es aber im Weltmaßstab kaum bessere Agrarstandorte als unsere Republik. Wenn Sie an Oberfläche denken, an Niederschlagsverteilung, Bodenstabilität. Meine These ist, im Sinne eines Maschinenfrühlings, schicken wir die deutsche Industrie in die Wüste, da kann sie produzieren. Hier in Deutschland gehört nachhaltig ökologische Landwirtschaft gemacht. Es werden weiterhin 80 Hektar täglich versiegelt durch Baumaßnahmen verschiedenster Art, Gewerbehäuser, Straßen. Meine These ist, die deutsche Industrie in die Wüste, dort kann man von mir aus Autos bauen, gerne auch Solarpanels. Hier muss man Landnutzung machen und Lebensmittel produzieren. Danke. Ich habe nur ein Problem. Wir haben keine Wüste. Ich müsste andere Länder erobern. Das wollen Sie mir aber nicht nahelegen. Also ich muss hier bleiben. Aber ich habe vielleicht als Trost für Sie in Hohenheim studiert. Deswegen sind mir die Agrarökonomen durchaus nahe. Nicht alle Agrarwissenschaftler, aber eins darf ich Ihnen in aller Offenheit sagen. Es gibt natürlich Bestrebungen des Deutschen Bauernverbandes, eine wirklich mächtige Interessengruppe, mit der Industrie zusammen an Konzepten zu arbeiten, wie man diese beiden Sektoren auch unter dem Gesichtspunkt der Nachhaltigkeit, aber auch der Technologisierung näher zueinander bringt. Also da sind zum Beispiel Projekte unterwegs wie moderne Architektur. Können moderne Häuser für die Nahrungsmittelproduktion genutzt werden? Ob wir da jemals große Projekte haben können, weiß ich nicht. Aber die beiden Sektoren sind nicht so getrennt, wie es den Anschein macht. Schließlich kommt die Hälfte der volkswirtschaftlichen Lehre kommt aus der Agrarökonomie. Okay. Aber das führt ja dazu, dass die Landwirtschaft immer menschenärmer wird. Das wird definiert als Fortschritt. Viel Landwirtschaft, wenig Menschen. Die Dörfer werden immer menschenärmer. Die Bauern werden immer überforderter. Und täglich hören 30 Betriebe in Deutschland auf. Ist das Ihre Version? Gut. Der Herr hier vorne im karierten Hemd hat er sich gemeldet. Heiner Benking. Ich möchte anregen, dass wir neben der Wende von einer kreativen Halse reden. Robert Jung, kurz bevor er starb, hat Delfinlösungen gesammelt. Und wenn wir wirklich mal angucken, was der Footprint ist und der Handprint, was die Inder entwickelt haben, und der Mindprint, ist das etwas, wenn das nicht kompatibel ist, dass wir da Brücken bauen. Und nur so können wir es kommunizieren, denn dann könnten wir irgendwo auch einen Faktor 10.000 haben, wenn wir in einem anderen Paradigma eine kreative soziale kulturelle Lösungen eben entwickeln. Also ich denke, um diese Sprünge, diese Begeisterung, diese Freisetzung, die Sie da angefordert haben, darzustellen, ist einfach die Erfahrung. Wir haben vor 23 Jahren im Kanzleramt ein erstes Niedrigenergiehaus gebaut. Wir konnten nicht diese Effizienzsprünge kommunizieren. Das heißt, die Faktoren 5 von Ernst von Weizsäcker, natürlich. Aber es muss auch Lösungen geben, die wirklich unvorhergesehen sind. Und die wirklich all das kreative Potenzial eben auch greifbar machen, wenn es nicht kompatibel ist. Sonst haben wir Scharlatanerie, also mit ungleichem Maßmessen. Hat denn noch jemand eine Frage an unsere Gäste hier auf dem Podium? Ganz hinten. Hallo, mein Name ist Feli und ich bin ebenfalls Aktivistin. Und ich merke diese ständige Verwunderung, warum kein politisches Interesse da ist. Und ich habe auch angefangen in der Politik zu versuchen, etwas zu verändern und habe gemerkt, warum? Das Problem ist doch, dass die Politik ständig nur auf die Wirtschaft reagiert und auf wirtschaftliche Bedürfnisse. Und darauf habe ich mir gedacht, warum brauchen wir nicht wir brauchen eine demokratische Marktwirtschaft? Wir müssen dort eingreifen können, uns dort emanzipieren können, zum Beispiel durch solidarische Ökonomie, durch mehr Beteiligung in den Unternehmen oder Initiativen. Und ich frage mich, Herr Füchs, warum in Ihrem wunderbaren Werk Intelligent Wachsen Wachsen ständig vorkommt und Wachstum, aber nicht das Hinterfragen der Wachstumszwänge. Dankeschön. So, Herr Füchs, Sie sind angesprochen. Herr Füchs ist ja direkt angesprochen. Oder wollen Sie noch eine und dann machen wir hier Schluss? Ich finde die Frage, okay. Können Sie jetzt ruhig beantworten. Sie finden das sehr wohl, gerade für eine Gesellschaft in einer demografischen Kurve wie,
sagen die Bundesrepublik und die meisten europäischen Gesellschaften, stellt sich diese Frage in der Tat, wie wir uns stärker emanzipieren können von Wachstumszwängen, in Anführungszeichen, die ja auch keine, fallen nicht vom Himmel, sondern die sind eingebaut in unsere sozialen, ökonomischen und politischen Systeme, zum Beispiel Staatsverschuldung, ist ein Wechsel auf künftiges Wirtschaftswachstum, aber auch die Ansprüche an die Rentenversicherung ist natürlich auch ein Wechsel auf ein wirtschaftliches Wachstum. In einer schrumpfenden Ökonomie können diese Rechtstitel und politischen Erwartungen der Bürgerinnen und Bürger nicht mehr eingelöst werden. Ähnliches gilt auch für ein Beschäftigungssystem, was eine sehr hohe Beschäftigungsschwelle hat, also ab wann sich wirtschaftliches Wachstum überhaupt in mehr Beschäftigung übersetzt. An diesen Stellschrauben sollten wir tatsächlich drehen, also nachhaltigere Staatsfinanzen, nachhaltigeres Sozialsystem, aber das wird sagen, das wirtschaftliche Wachstum nicht aus der Welt schaffen. Meine Ausgangsthese ist ja, dass wir uns damit konfrontieren müssen, dass wir in einer rapide wachsenden Weltwirtschaft leben. Dass wir etwa eine Verdoppelung der Weltwirtschaft sehen werden in den nächsten roundabout 20 Jahren und dass wir darauf eine Antwort finden müssen, und die kann meines Erachtens nicht bedeuten, Europa verabschiedet sich vom Wirtschaftswachstum, sondern wir sollten versuchen, uns an die Spitze von dem zu setzen, was wir grüne industrielle Revolution oder Wachsen mit der Natur nennen, also dem Übergang von einer destruktiven Form von wirtschaftlichem Wachstum zu einer kreativen Form. Okay, ganz kurz noch dazu, weil die Industrie ja auch direkt kritisiert wurde. Ja, genau. Das ist mir schon ein Anliegen zu sagen, wenn Sie so in einem Halbsatz sagen, die Regierung macht ja nur, was die Wirtschaft will. Da meinen Sie ja auch mich. Ich vertrete 100.000 Unternehmen mit 11 Millionen Arbeitnehmern. Da hängen noch jeweils zwei Abhängige dran. Das sind 33 Millionen Menschen. Ich glaube, ich habe ein verdammt gutes demokratisches Mandat hier. Größer als jeder Einzelne von Ihnen, der sagt, ja, ich weiß es aber besser und jetzt möchte ich auch in den Aufsichtsrat gehen. Das geht nicht. Ich verstehe Ihren Aktionismus, aber Sie müssen meine Situation verstehen. Ich rede für viele Leute, die, weil ihnen vielleicht manchmal die Schulbildung fehlt, weil sie keine Zeit haben. Das sind ganz einfache Arbeitnehmer. Ich bin kein Gewerkschaftsführer, aber ich habe Industrieunternehmen zu vertreten in ihrer Gänze. Ich bin kein Arbeitgeber, darum war mir das vorher wichtig. Da gibt es andere Verbände dafür. Ich will, dass diese Unternehmen weiter leben können und Einkommen und Selbstverwirklichung und Würde für die Menschen weiter bereithalten. Bei allen Veränderungsprozessen, die wir gehen müssen, glaube ich nicht, dass die Wirtschaft mit ihren Vertretern irgendwie fehllegitimiert wäre. Ganz im Gegenteil. Das müssen wir vielleicht stärker, und wir werden das ab nächster Woche auch machen, nach außen tragen, für wen wir eigentlich sprechen und wessen Interessen ich hier vertrete. Und wie gesagt, 33 Millionen Menschen, ich fühle die immer hinter mir, wenn ich auf so einem Podium hier stehe. Und das sind verdammt viel. Herr Professor von Weizsäcker, Sie wollen was sagen? Sie haben angefangen, Sie bekommen das Schlusswort. In der Äußerung der sich selbst Aktivistinnen, Dame, und der Antwort von Herrn Kerber ist eine falsche Frontstellung eingezogen, nämlich zwischen sozusagen Volk und Wirtschaft. Herr Kerber hat es im Grunde völlig richtig beantwortet, aber der Volkszorn gegen, in Anführungsstriche, Wirtschaft geht ja überhaupt nicht gegen Industrie, sondern gegen die Finanzindustrie. Es ist die Machtübernahme der Finanzindustrie über die Industrie, die uns so empört. Und das ist ein neues Phänomen. Ich war im Bundestagsvorsitzender der Enquetekommission Globalisierung, wo wir diesem Problem nachgegangen sind und festgestellt haben, dass es einen historischen Bruch gegeben hat im Jahre 1990. Bis 1990 war es völlig selbstverständlich, dass die Industrie einschließlich der Banken mit dem Staat vernünftig kooperiert haben, weil der Staat das Bollwerk gegen den bösen Kommunismus war. Da mussten sie, auch wenn sie gar nicht unbedingt wollten. Nach 1990 sind die Finanzgnomen plötzlich
arrogant geworden und haben gesagt, ja, wir brauchen den Staat ja eigentlich überhaupt nicht mehr. Wir wollen maximierte Returns on Investment. Und das heißt dann im Effekt, wegrationalisieren von möglichst vielen von diesen 33 Millionen und auslagern in Billiglohnländern und massive Rationalisierungen überall. Die Reichen werden reicher, die Armen werden ärmer. Und Sie haben völlig richtig artikuliert, dass das Volk darüber sauer ist. Und finde, da muss man doch etwas dagegen machen. Nur haben Sie in gewissem Sinne den Falschen angegriffen. Und ich möchte gerne, dass wieder eine vernünftige Balance zwischen öffentlich und privat hergestellt wird. Im Moment regiert die weitestgehend anonyme Finanzwirtschaft als privat zur Maximierung des Wohlstandes der sowieso schon Superreichen, zum Schaden der Ärmeren. Und diese Asymmetrie, die muss wieder korrigiert werden. Und dafür brauchen wir eine Politik, die den Mumm hat, auch Finanzmärkte zu regulieren. Das ist wunderbar, Herr Füchs. Sie haben schon jetzt... Sie haben damit gleich das Thema für die nächste Konferenz, die Finanzmärkte und oder die Finanzindustrie und die grüne Revolution oder auch fürs nächste Buch. Bitte entschuldigen Sie alle, die Sie noch Fragen stellen wollten, und stellen Sie sie draußen in der Kaffeepause oder unten bei den Innovation Labs. Sie dürfen sich alle um 19 Uhr wieder hier einfinden. Ich habe mir sagen lassen, eine Viertelstunde überziehen ist okay und eine Viertelstunde später anfangen ist somit auch okay. 19 Uhr wieder hier im Saal zur nächsten spannenden Diskussionsrunde. Vielen Dank.